heißt, unsere Vorstellung über den Kostenlosen nicht mehr zu uns. Sie müssen einfach nur da sitzen und schön aussehen. Ja, lächeln. Ja, genau. Man weiß gar nicht, wie man sitzen soll. Man weiß nicht, wie man sitzen soll. Wo ist eigentlich die Kamera? Da. Wo, genau, wo muss man eigentlich hinschauen? Da ist sie. Da, ne? Da ist eine. Da ist eine. Mhm. Auch an der Wand. Und ich glaube, dann wird es auch. Da ist ja. Es ist egal, wo man schauen. Ich glaube, die Kamera macht das wieder. Ich glaube, wir gucken einfach die Leute. Die werden sich ranziehen. Ja, ich würde halt nicht immer so hin, zum Beispiel in der Schweiz, glaube ich, das könnte schwierig werden. Jenny, der hat, glaube ich, unterschiedliche Kameras. Auf jeden Fall kommt dann immer irgendwann der Fokus. Ja, ja, klar, aber wenn du halt dein Gesicht die ganze Zeit von der Kamera wegdrehst, in einem gewissen Radius ist es, glaube ich, egal, aber wenn du halt von ganz links nach ganz rechts Hallo? Ach, die beiden? Ja, die werden uns dann wahrscheinlich angemacht. Ja? Ja, ich denke schon. Wir können die Maske aber schon mal abnehmen. Dann möchte ich jetzt. Eli, kannst du uns vielleicht so sagen, wenn es so eine Minute nach ist? Ist so ein Handy da? Näher kannst du mir abstehen. Du musst nicht so viel Abstand halten, weil ich mal bei dir stehen. Jetzt ist 8, ja, dann lass noch eine Minute. Lassen. Lassen wir das jetzt dann an, oder? Ich glaube, ja. Okay, dann fange ich an. Ja, hallo, guten Abend. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zur Bayreuther Debatte zur Bundestagswahl 2021. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass auch einige von euch hier in Präsenz im Audimax da sind. Wir begrüßen aber auch alle anderen, die von zu Hause aus zugucken. Würden aber die vor Ort bitten, die Maske, soweit es geht, aufzulassen. Klar, ihr könnt essen und trinken, aber danach die Maske auflassen und Abstand halten. Ja, auch hallo von mir.
Die Bayreuther Debatten finden normalerweise jedes Semester statt, außerhalb von Corona natürlich. Und heute ist das Motto Politik für junge Menschen in der Politik. Und dazu haben wir Vertreter und Vertreterinnen von CSU, FDP, SPD und Bündnis 90 Die Grünen und der Partei Die Linke eingeladen. Nur als Information, die AfD ist heute nicht dabei, da sie auf unsere diversen Mails erst gestern Mittag geantwortet haben und es dann aus organisatorischen Gründen somit ein bisschen knapp wurde und wir die Zusage dann leider wieder ablehnen mussten. Ja, ganz besonders begrüßen wollen wir auch den Herrn Auermann. Herr Auermann ist unter anderem Chefredakteur der Neuen Presse Coburg, der Frankenpost und vom Nordbayerischen Kurier und hat sich bereit erklärt, die Debatte hier heute zu moderieren. Und da sind wir sehr dankbar. Also ein großes Dankeschön an Sie. Und vor allem möchten wir beide uns aber auch bei unserem Orga-Team bedanken, die hier und in den letzten Monaten uns tatkräftig unterstützt haben. Ja, und als allerletztes möchten wir uns auch noch beim Verein RW Alumni bedanken für die großzügige finanzielle Unterstützung. Und sonst würde ich jetzt das Wort an Marius übergeben. Ja, danke schön. Guten Abend an alle im Audimax und auch an alle an den Bildschirmen. Ich möchte kurz noch eine Einleitung geben zum Fragentool, also wie ihr auch an der Diskussion teilnehmen könnt. Und zwar ist in der YouTube-Beschreibung der Veranstaltung ein Link zu einem Frag-Jetzt-Raum. Alternativ könnt ihr den auch aufrufen, indem ihr frag.jetzt in euren Browser eingebt und den Raum BT 2021 betretet. Dort könnt ihr dann ganz intuitiv rechts unten über ein Plus eine Frage stellen und mit Pfeil nach oben Fragen, die ihr gut findet, hochvoten und Pfeil nach unten eben runtervoten. Ich werde dann die Fragen durchgehen, je nachdem, wie sie angeordnet sind. Also ihr entscheidet praktisch, das Votum des Publikums entscheidet, welche Fragen gestellt werden und welche nicht. Und ihr dürft auch gerne euren Namen, euer Alter, euren Studiengang dazu schreiben, damit das Ganze vielleicht nicht so unpersönlich ist. Aber müsst ihr natürlich nicht, könnt auch ganz anonym bleiben. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Und damit würde ich das Wort abgeben an den Herrn Auermann. Dankeschön. Ja, guten Abend, herzlich willkommen, liebe Studierenden, meine Damen und Herren, willkommen zu den Bayreuther Debatten, die, denke ich mal, nicht besser platziert werden könnten als im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September. Unter dem Motto Politik für junge Menschen in der Politik, wollen wir heute Abend 90 Minuten lang drei Themenblöcke diskutieren. Das sind die speziellen Veränderungen für junge Menschen und wie die Politik darauf eingeht, die Zukunftspolitik mit Europa, Klimaschutz und Krisenbewältigung. Und wir werden uns dem Themenkomplex der Antidiskriminierung, der Frauenförderung und dem Antirassismus widmen. Wie wollen wir heute vorgehen? Wir haben für jeden Themenkomplex etwa 30 Minuten vorgesehen. Wir werden 20 Minuten hier auf dem Podium diskutieren, hoffentlich sehr angeregt, sehr kontrovers. Denn je heißer es zugeht, desto spannender ist es dann auch für Sie, das Ganze mitzuverfolgen. Die restlichen 10 Minuten stehen dann pro Themenkomplex für Sie zur Verfügung. Wie Herr Hörst sagte, können Sie die Fragen via App einreichen. Lassen Sie mich nun zu den Hauptpersonen heute Abend kommen, die hier auf dem Podium sitzen. Das sind von außen Emmy Zollner, die CSU-Politikerin, ist Mitglied bei den Jungen Europäern und der Bezirksvorstandschaft der Jungen Union sowie der CSU Oberfranken. Im Stadtrat in Lichtenfels ist sie Fraktionsvorsitzende der Jungen Bürger. Zudem ist die 34-Jährige Mitglied im Kreistag von Lichtenfels. Seit 2013 sitzt sie im Bundestag. Was auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass Frau Zollner examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist. Hallo. Dann Magdalena Wagner wurde im Februar von 98% der Delegierten zur SPD-Bundestagskandidatin des Wahlkreises Ebersberg-Erding gewählt. Politisch steht die 1990 geborene Lehrerin 91 aus Egmatingen als oberbayerische Bezirksvorsitzende der Jusos seit 2018 in der Öffentlichkeit.
Dann Marlene Schönberger wurde 1990, stimmt, in Landshut geboren. Sie ist grüne Direktkandidatin im Wahlkreis Rottal-Inn, zweite Votenträgerin des Grünen Bezirksverbandes Niederbayern und Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Bayern zur Bundestagswahl. Hier zu meiner Linken, Maximilian Funke Kaiser, ist 27 Jahre alt und kommt aus Augsburg, auch wenn man es ihm nicht anhört. Er ist Spitzenkandidat der jungen liberalen Bayern. Über sich selbst sagt er: Neben meinen Leidenschaften Reisen und Kochen bin ich auch unglaublich Luft- und Raumfahrt begeistert. Es kann also durchaus vorkommen, dass man mich in einer freien Minute oder freien Sekunde in einem Flugsimulator findet. Bei dem Thema Fliegen dürften Sie sich mit Frau Schönberger vielleicht nachher noch in die Haare bekommen. Ich bin gespannt. Dann ganz rechts außen, Sven Schröder ist der linke Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Bayreuth. Der 37-Jährige ist Industriemechaniker. Schröder stammt aus Gefrees und wohnt seit 8 Jahren in Bayreuth. Er ist Mitglied im Vorstand des Kreisverbands Bayreuth und war 2012, 2013 auch dessen stellvertretender Vorsitzender. Ja, gemeinhin wird ja behauptet, dass die Jugend nicht politisch sei. Ich denke, dass wir heute Abend hier das Gegenteil beweisen. Und unter dem Motto, wie gesagt, Politik für junge Menschen in der Politik, wollen wir diskutieren. Ich würde jetzt gerne mal von Ihnen allen wissen, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, in die Politik zu gehen? Fangen wir mal mit Ihnen an. Ja, also ich war eigentlich immer schon oder ja, seit meiner Jugend sehr ehrenamtlich aktiv. Ich habe bei mir in der Heimatgemeinde auch einen Jugendraum mitgeleitet und bin da so zum ersten Mal in Berührung mit Kommunalpolitik gekommen. Also man muss auch sagen, auch mein Vater ist kommunalpolitisch aktiv. Und das hat sich dann einfach so entwickelt, dass man erst das Ganze ehrenamtlich macht, also auch ohne die direkte politische Anbindung, aber halt merkt, dass viele Entscheidungen in der Politik getroffen werden. Und dann hat sich das so vom Kommunalen ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin dann bei den Jusos Oberbayern, also ich bin der SPD beigetreten, bei den Jusos Oberbayern aktiv geworden. Und ja, man stellt irgendwie immer fest, dass man, wenn man auf einer kleineren Ebene ist, an gewisse Grenzen stößt. Und manche Probleme lassen sich besser in der großen Politik, im Bundestag lösen. Und das ist meine Motivation. Ich möchte, dass ja, wir ein Deutschland haben, in dem alle Chancen haben, in dem wir alle ein gutes Leben führen können. Und da muss man angreifen. Und genau, deswegen kandidiere ich auch für den Bundestag. Herr Funke Kaiser, wie war der Weg aus dem Flugsimulator bei Ihnen in die Politik? Ich wollte tatsächlich mal Pilot werden, habe es aber nicht geschafft, weil ich nicht genommen wurde. Das war aber nicht der Grund, warum ich nicht... Zu schlechte Noten? Kein Mathematikverständnis oder woran lag es? Nee, das gab damals so einen Eignungstest beim DLR und da ist man halt einfach nicht durchgekommen. Ne? Aber ich habe das dann noch abgehakt und deswegen sitze ich jetzt im Flugsimulator, das ist ja auch umweltschonend. Ne? Also ich bin ja selber nicht Pilot. Ja, wie bin ich in die Politik gekommen? Und zwar 2013. Da war die Zeit der FDP nicht so sonderlich gut und ich durfte damals das erste Mal wählen und habe mich dann so ein bisschen auch mal mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt und habe trotz des damals ausbaufähigen Rufes der Freien Demokraten dieses Lebensgefühl für mich entdeckt, diese liberale Einstellung, Leben und Leben lassen, Freiheit und Eigenverantwortung, bin dann auch wegen dem schlechten Abschneiden 2013, als wir aus Bund und Landtag rausgeflogen sind, habe ich meine Mitgliedsaufnahmeanträge rausgeschickt, bin dann Mitglied 1. Julis geworden. Ja, eine Woche später wurde ich dann bei der FDP aufgenommen, da macht man gleich Nägel mit Köpfen und bin seitdem dabei, war erst, ja, ich glaube, 3,5 Jahre Bezirksvorsitzender in Schwaben, bin jetzt in meinem 4. Amtsjahr Landesvorsitzender und ich kann nur sagen, macht unglaublich viel Spaß. Und kann ich nur jedem jungen Menschen empfehlen, auch in die Politik zu gehen oder sich zumindest politisch zu engagieren. Aber das tun selbst sehr viele junge Leute und das ist eine gute Sache. Frau Zeuner, wie war es bei Ihnen? Sie sind ja eigentlich heute Abend, wenn man das so sagen darf, in der Runde hier in der Region zumindest die Prominenteste. Also egal, ob man Fernsehen, Radio oder natürlich auch unsere Zeitungen aufschlägt, Sie tauchen da recht oft auf.
Ja, also bei mir war der Weg tatsächlich auch ähnlich über das ehrenamtliche Engagement. Und ich war bei mir in der Schule Klassensprecherin und Schülersprecherin und habe einfach auch Freude gehabt daran, Verantwortung zu übernehmen und auch natürlich Entscheidungen mit zu beeinflussen. Es war damals eine Debatte in der Schule und ich glaube, so geht es ja vielen, die sich engagieren, ob denn der Kunstunterricht reduziert werden sollte. Und da habe ich mich massiv dagegen gestellt, weil es halt ja eben schon ein Unterschied ist. Bei Mathe kommt immer ein Ergebnis raus, das ist fest, man kann nicht kreativ sein. Und deswegen hatte ich mich da sehr dafür eingesetzt. Und so kam eben auch das kommunalpolitische Engagement, also ähnlicher Werdegang, immer im Fokus natürlich die Region, die man weiterentwickeln möchte, Entscheidungen, die man mit beeinflussen möchte und halt eben auch das Zutrauen, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen sehe ich das wie Sie, dass eben Gott sei Dank ganz viele junge Leute da auch bereit sind, das zu tun und bin sehr dankbar dafür, dass heute dieses Gespräch stattfindet und eben auch viele junge Leute sehr politisch aktiv sind. So empfinde ich das zumindest. Herr Schröder, wie war der Weg bei Ihnen in die Politik? Bei mir fing es eigentlich an, so in der Ausbildung schon, über die Gewerkschaften, Lehrlingsvertretung, dann später war ich beim Wehrdienst nochmal, musste dann auch US-Kaserne bewachen dementsprechend und dann so über die antimilitaristische Schiene ging es dann immer weiter. Frau Schönberger? Ja, meine Geschichte ist tatsächlich auch ein bisschen ähnlich zu meiner Sitznachbarin. Ich war schon immer sehr politisch interessiert. Schon als Kind hatte ich Themen, die mich wirklich brennen haben lassen. Immer Gerechtigkeit, Umweltschutz damals, auch Frauenrechte schon früh. Ich habe in den ersten Jahren im Gymnasium habe ich so eine Greenpeace-Jugendgruppe gegründet. Da haben wir dann typische Sachen gemacht wie Müll gesammelt, Straßenaktionen. Ich habe mich, war ich glaube ich 12 Jahre alt, beim Bürgermeister vor Ort beschwert, weil meines Erachtens Kammmolche im Badeweiher nicht ausreichend geschützt wurden. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, wenn wir wirklich die großen Stellschrauben drehen wollen, dann brauchen wir Parteien und brauchen Parlamente. Ich bin 2010 den Grünen beigetreten, war dann bei der Grünen Jugend sehr aktiv, war auch im Landesvorstand der Grünen Jugend. Bin Kreisvorsitzende bei mir, ich bin Gemeinderätin und Kreisrätin und trotzdem denke ich, die ganz großen Stellschrauben, die werden im Bundestag gedreht und deswegen möchte ich da auch rein. Okay, es ist ja oft der Vorwurf, naja, wenn man dann im Bundestag sitzt, ganz weit weg von den Bürgern, von den Wählern ist, dass man in so einer Blase ist. Wie bewahren Sie sich davor, dass Sie in diese Blase kommen und möglicherweise auch den Kontakt zum Wähler verlieren und möglicherweise auch gar nicht mehr so ganz genau wissen, was plagt den Wähler, was will der Wähler? Was haben Sie da irgendwelche Rezepte? Ich kann es vielleicht für meine Partei sagen, wir haben ja den Slogan näher Menschen und das bedeutet schon, also für mich ist es jetzt nicht nur so eine Plattitüte, sondern das bedeutet es auch, dass man eben bei den Menschen vor Ort ist, mit ihnen spricht, sich austauscht und gerade eben in der Corona-Krise war es aber tatsächlich so, dass genau diese Stärke eigentlich überhaupt nicht mehr gezählt hat, weil eben dieser Kontakt eben nicht mehr da war und deswegen ist es schon so in der Pandemie gewesen, dass das gelitten hat. Und ja, ich empfinde Berlin als Blase. Es ist tatsächlich so, man ist praktisch man kommt am Sonntagabend, Montag früh an, man ist dann die ganze Woche dort, die Hälfte des Jahres und ist dann praktisch am Freitag wieder auf dem Heimweg. Und es ist eine Herausforderung für Familien. Es gibt einen Grund, warum viele Familien und Ehen auch nicht halten, weil es einfach wirklich so eine andere Welt ist. Und deshalb gilt es einfach, und das erlebe ich aber auch, und ich werbe aber auch darum, dass es natürlich jetzt nicht immer unter die Gürtellinie geht, weil das erlebe ich schon, eine Verrohung eben auch seit die AfD da ist im Parlament, wo eben denunziert, diskreditiert wird, um zu destabilisieren und das Vertrauen zu erschüttern, dass man natürlich auf seine Abgeordneten direkt gewählten, aber natürlich auch Abgeordneten über die Liste, Abgeordnete, die da sind, und dafür sind wir ja da, zugeht, Themen anspricht, auch einfordert, Termine einfordert, sagt, komm doch vor Ort, besuch uns, schau dir an, was los ist. Und deswegen ist es, glaube ich, das also bleibt weiterhin einfach dieses Rezept schlechthin wirklich wieder zu versuchen, jetzt gerade eben nach der Pandemie noch mal mehr, wieder sozusagen ein Stück weit, wenn man eben im Wahlkreis ist, wenn man in der Heimat ist, wirklich rauszugehen und mit den Menschen zu sprechen in den verschiedenen Settings. Und das bleibt weiterhin, glaube ich, das entscheidende Rezept, weil aus der Ferne, auch mit Videokonferenz und allem, was da stattgefunden hat, es ist nichts zu ersetzen wie das persönliche Gespräch, weil um Dinge auch durchzusetzen und dann auch selber überzeugt zu werden von Dingen, dafür ist Emotion notwendig.
weil ich kann viele Sachen sagen, ja, das wäre schön, geht aber nicht finanziell, und dann entscheidet man sich aber politisch dann doch, Dinge zu tun. Und da braucht man eben dann auch die Macht, den Druck, und man braucht auch die Emotion, das Herz muss angefasst sein, und dann können Dinge auch umgesetzt werden. Deswegen ist es weiterhin entscheidend, das persönliche Gespräch. Herr Funke-Kaiser, ich hatte es ja gesagt, dass Sie recht dialektfrei reden. Ist das vielleicht auch schon so ein Punkt bei manchen Wählern, gerade wenn man in die ländlichen Regionen kommt, dass das auch oft bei vielen schon ein Signal ist, der ist ja schon ganz weit weg, der redet nicht mal mehr Dialekt, der ist irgendwie snobistisch in seiner Berliner Blase, redet nur Hochdeutsch. Also werden auch solche kleinen Signale schon wahrgenommen? Also ich hatte ja vorhin eine Geschichte erzählt aus dem Bundestagswahlkampf 2017, da hatte ich tatsächlich ein, zwei Leute, die mich am Infostand gefragt haben, ob ich denn überhaupt aus Augsburg komme. Und ich habe gesagt, ja, ich bin gebürtig in Augsburg, ich lebe in Augsburg, spreche aber Hochdeutsch. Ist aber, glaube ich, auch nicht ernst gemeint gewesen. Das fällt halt auf, aber ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, und da kann ich der Emmy auch auf jeden Fall zustimmen, das ist, denke ich, ganz, ganz notwendig, auch in der repräsentativen Demokratie, deren Freund ich bin. Ich bin Freund der repräsentativen Demokratie. Dass wir auch als Volksvertreter in Berlin auch den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort suchen. Deswegen, ich meine, ich bin jetzt noch kein Bundestagsabgeordneter, vielleicht werde ich das im Herbst mit einem guten Ergebnis, aber trotzdem als Landesvorsitzender der Jungliberalen Bayern war ich die letzten 3 Jahre auch immer in einer Sommertour immer unterwegs und habe mit unterschiedlichsten Kreisverbänden vor Ort Termine gemacht bei Unternehmen, bei Verbänden, bei NGOs, bei sozialen Verbänden und so weiter und so fort, weil das die Erfahrungen sind, die Politiker haben müssen, um vernünftig auch politische Entscheidungsfindung zu treffen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch, wenn man in Berlin ist, dann auch seine Bodenhaftung behält. Aber ich denke, da hat auch die Partei oder die Parteien haben da auch einen sehr, sehr gesunden Selbstreinigungsprozess, dann auch Leute auszusortieren, die absolut die Bodenhaftung verlieren. Und das ist auch gut so. Mhm. Frau Wagner, Sie sind ja Lehrerin. Nun, gerade Frau Zollner hat es gesagt, in der Corona-Zeit hat da manches nicht ganz so gut funktioniert. Gerade wenn man mal in den Schulbereich guckt, Distanzunterricht, dann wieder Präsenzunterricht, dann die Lehrmaterialien, die überhaupt nicht digital ausgerichtet waren, geschweige denn, dass es überhaupt oftmals digitale Anbindung gab und so weiter und so fort. Ich denke auch, dass viele Studierenden hier recht viele Probleme in der Corona-Zeit hatten. Wenn man da nicht in einer WG gewohnt hat, versauerte man zu Hause. Also es war wirklich eine schreckliche Zeit, wenn man so will. Wie kann da jetzt die Politik, in Ihrem Fall die SPD, konkret nachsteuern, dass wir nach den Sommerferien oder auch im nächsten Semester nicht wieder in so eine Katastrophe laufen? Ja, also ich glaube, dass die Situation an den Unis in vielen Fällen eigentlich noch schlimmer ist als an den Schulen, weil wir ja zumindest eine sehr persönliche Zuordnung zu meinen, also ich habe jetzt dieses Jahr 3 Matheklassen, bin noch Schulpsychologin, aber das heißt, es ist immer noch ein überschaubarer Rahmen, wenn man sich das mit den Kolleginnen und Kollegen aufteilt, dann ist es möglich, dass wir jede Schülerin, jeden Schüler anrufen. Ich glaube, die wenigsten von euch, die hier im Raum sitzen, sind mal von ihrem Dozenten oder ihrer Dozentin angerufen worden. Das wäre vielleicht auch ein bisschen weird, aber dieser persönliche Kontakt ist einfach zum Lernen total wichtig, und es gibt Studierende, die saßen jetzt 3 Semester, studieren jetzt schon seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren, haben noch nie die Uni von innen gesehen. Da geht ganz, ganz viel verloren. Und es ist ja auch so, dass die jungen Menschen in der Impfpriorisierung sehr weit hinten sind und dementsprechend jetzt auch nicht, also ich meine, es heißt jetzt, wir kriegen das hin, dass alle im Sommer geimpft werden, und dann hoffe ich auch, dass es möglich ist, dass Lehre einfach wieder in Präsenz stattfinden wird. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir es ermöglichen müssen, dass Präsenz wieder stattfindet, damit alle das wieder lernen, gemeinsam lernen können, weil Lernen eben nicht nur ist, Inhalte aufzunehmen, sondern auch die sozialen Beziehungen und miteinander zu lernen. Jetzt haben Sie gefragt, was macht die SPD, damit es weitergeht. Wir haben jetzt in der Bundesregierung das Aufholpaket mit, gemeinsam mit der Union, aber ich würde schon sagen federführend von der SPD finanziert. Und das eben nicht nur, da geht es zum einen Teil um Nachhilfe,
dass die Schülerinnen und Schüler eben die Defizite aufholen können, Unterstützung bekommen, aber auf der anderen Seite auch um den ganzen sozialen Bereich, um den Freizeitbereich, dass Freizeitangebote unterstützt werden, die noch viel mehr gelitten haben als die Schule, weil sie einfach nicht so in der Priorisierung auch von der Öffnung waren. Und da müssen wir wieder Räume schaffen, dass die Kinder Kontakt zueinander haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass in den kommenden Jahren der Kontakt wiederhergestellt wird. Herr Schröder, was macht da Ihre Partei, die Linken? Ja, in dem Fall würde ich sagen, also schon auf die Digitalisierung, die ausgebaut werden muss. Und konkret hatte ich den Fall tatsächlich noch nicht. Frau Schönberger, es gibt ja jetzt auch den Streit, wie es mit den Luftfiltern aussieht und so weiter. Also ich glaube noch nicht, dass es so flutscht, wie gerade eben Frau Wagner sagte, dass wir nach den Sommerferien oder in den nächsten Semestern da wieder in so eine Art Normalität reinkommen. Wie machen das die Grünen? Oder wie würden es die Grünen tun nach der Bundestagswahl, dass wir da schneller wieder in eine Normalität zurückkehren? Ja, tatsächlich hat es mich sehr geärgert, dass sehr oft gesagt wurde, Kinder und Jugendliche stehen im Fokus. Es wird alles getan, dass niemand abgehängt wird, dass die psychische Gesundheit geschont wird von Kindern, egal welcher Altersgruppe. Und in Wirklichkeit hatte ich den Eindruck, dass junge Menschen, Kinder mehr oder weniger vergessen wurden, vernachlässigt wurden in dieser Pandemie. Es gab die Situation, dass wir noch keine Maskenpflicht hatten etwa, keine Homeoffice-Pflicht, Kinder aber schon seit Monaten im Online-Unterricht waren, Studierende noch nie eine Vorlesung gesehen hatten, Kitas geschlossen waren zum Teil phasenweise, sodass Eltern wirklich in prekären Situationen waren. Und dann, es gab wenig Regelungen für die Wirtschaft. Und ich glaube, wenn wir schaffen wollen, dass Kinder lernen können, dass sie in die Kitas gehen können, dann müssen wir schauen, dass wir die Inzidenzen niedrig halten. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man tatsächlich sagt, Schule und Kita, Kindergarten geht vor. Wir schauen, dass wir die anderen Bereiche möglichst runterfahren, dass Kinder lernen können. Das war nicht der Fall. Als es an die ersten Öffnungen ging, waren das auch nicht Schulen. Dann waren es Geschäfte beispielsweise, die als erstes geöffnet hatten. Und da hatte ich das Gefühl, dass nicht viel dahinter stand, dass junge Menschen so wichtig wären. Und jetzt, Sie haben die Filteranlagen angesprochen. Ich glaube, dass es sehr wichtig wäre, dass tatsächlich in jedem Klassenzimmer, aber auch in jedem Kindergarten Luftfilter steht, wenn wir in den Herbst kommen, wenn wir in den Winter kommen, wo es vielleicht auch unangenehm wird, die ganze Zeit zu lüften. Ich bin aber auch Kommunalpolitikerin und ich weiß, dass viele Kommunen gerade überfordert sind damit, dass sie immer noch die Hälfte bezahlen sollen von diesen ja sehr teuren Geräten. Und da, glaube ich, muss den Kommunen mehr unter die Arme gegriffen werden. Jetzt habe ich viel von Schule und Kindergarten gesprochen. Wir sind aber hier in der Uni und ich glaube, auch Studierende haben sehr gelitten. Du hast es schon angesprochen. Was ich noch hinzufügen wollen würde, ist, 60% aller Studierenden finanzieren sich ihr Studium durch kleine Jobs, oft in der Gastro oder in der Veranstaltungsbranche. Diese Sachen sind weggefallen und viele Studierende waren wirklich in der prekären Situation in den letzten Monaten und es gab kaum Rettungsschirm. Es gab Hilfen, die aber sehr schwer zu beantragen waren. Man durfte fast kein Geld auf dem Konto haben. Wenn man mehr als 500 Euro in dem Moment auf seinem Konto hatte, hatte man Sorge, dass man überhaupt Geld bekommt. Und da, glaube ich, muss jetzt in allen Bereichen, was junge Menschen angeht, nachgesteuert werden, dass da wirklich niemand zurückbleibt. Die Bildungschancen sind in Deutschland sowieso sehr ungleich verteilt und die Corona-Pandemie verschärft das Ganze. Herr Funke-Kaiser, wie sieht es da bei der FDP aus? Es wurde schon sehr viel Richtiges gesagt. Ich denke, die Corona-Pandemie, die hat gezeigt, in wie vielen Bereichen wir in Deutschland Nachholbedarf haben und dass die Generation, die am meisten auch nachhaltig davon betroffen ist, die junge Generation ist. Es kann nicht sein, das wurde auch schon angesprochen, dass die Schulen, die Universitäten die ersten waren, die zugemacht wurden und die letzten sind, die aufgemacht worden. Das ist ein Verständnis gegenüber der jungen Generation, die ich für ein so wohlhabendes, für ein so großes Land wie Deutschland für miserabel halte. Und da muss jetzt die Politik einfach arbeiten. Da müssen wir junge Leute auch in den Bundestag rein und sagen, hey Leute, so kann es nicht weitergehen, denn da wurden Zukunftschancen verbaut. Wir haben erst vor, ich glaube, ein, zwei Wochen eine Studie von der Goethe-Universität in Frankfurt bekommen, die attestiert hat, dass der Distanzunterricht
keinen Mehrwert gebracht hat für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, man hätte im Grunde auch in die Sommerferien gehen können. Und das ist beileibe wirklich ein etwas, das können wir so nicht weiter haben. Deswegen müssen wir zum einen schauen, möglichst lange auch die Schulen offen zu halten, durch ein vernünftiges Corona-Management. Die Impfung, wir haben heute, ich glaube, rund 40% Gesamtimpfung. Das ist einfach zu wenig, vor allem auch hinsichtlich der drohenden vierten Welle im Herbst, dass wir einfach auch schneller impfen. Auf der anderen Seite aber auch für den Worst Case dafür sorgen, dass Schulen und eben aber auch Universitäten möglichst digital so ausgestattet sind, dass man vernünftig die Lehrinhalte übermittelt. Es wurde auch angesprochen, dass die Betriebe alle zumachen mussten, Gastrobetriebe, auch Diskotheken, Bars. Ich habe das Corona-Management der Bundesregierung streckenweise als sehr, sehr schlecht eingestuft. Vor allem Peter Altmaier, der durch sehr, sehr bürokratische Antragsverfahren dafür gesorgt hat, dass Betriebe einfach pleite gegangen sind und dass da Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und die ersten Arbeitsplätze, die da verloren gehen, sind Arbeitsplätze von denen, die noch nicht so lange da drinnen sind oder halt Minijobs. Und da sind vor allem Studierende. Und das ist eine Situation, die so nicht nochmal passieren darf. Deswegen sagen wir auch, das ist jetzt sehr viel Wirtschaftspolitik, negative Gewinnsteuer, dass man da sehr bürokratiearm, auch wenn es wieder so weit kommt, helfen kann. Aber die Lehren aus der bisherigen Zeit von Corona ist, dass man einfach im Corona-Management viel, viel mehr auch weniger in die Schließung geht, weniger in den Lockdown, sondern auch versucht, vernünftige, kluge Öffnungskonzepte im Management herbeizuführen, mit Luftfiltern, die angesprochen worden sind, mit einer entsprechenden Testung, die, wie ich finde, wie wir finden, relativ spät auch angefangen wurde, erst im Frühjahr, und dass man die Betriebe da unterstützt. Und ich denke, dass wenn wir das, die Lehren jetzt daraus ziehen, da der jungen Generation auch wieder etwas zurückgeben können, wir können das noch sehr, sehr lange weitermachen, auch was die Schulden angeht, die aufgenommen worden sind. Das ist sehr, sehr viel. Aber ich denke, vor allem, wenn man jetzt mal auf der einen Seite die Bildungschancen anschaut, die verbaut worden sind, und auf der anderen Seite auch tatsächlich reales Einkommen, ist das eine Situation, die wir so nicht akzeptieren dürfen und wo wir in der Zukunft besser arbeiten und besser handeln müssen in Deutschland. Digitalisierung haben Sie kurz in so einem Nebensatz gerade schon mal erwähnt. Digitalisierung spielt sowohl in Schulen als auch an Universitäten, aber natürlich auch in jedem Unternehmen eine große Rolle. Da ist Deutschland katastrophales Schlusslicht, muss man sagen. Sie proklamieren auf Ihrer Homepage: Hören wir auf, uns über fehlende Digitalisierung zu beschweren. Ändern wir etwas daran. Sie nennen dann auch Punkte wie eine funktionsfähige digitale Bildung, eine bürokratiearme digitale Verwaltung und eine flächendeckende digitale Infrastruktur. Das sind jetzt drei tolle Schlagworte, aber was steckt denn hinter den Schlagworten? Wie soll denn eine funktionsfähige digitale Bildung genau aussehen? Wie sieht konkret eine bürokratiearme digitale Verwaltung aus und wie wollen Sie da hinkommen? Und wie garantieren Sie diese flächendeckende digitale Infrastruktur? Diese Punkte müssen ja auch mit Leben unterfüttert werden, dass es am Ende funktioniert. Ganz klar. Fangen wir mit der digitalen Bildung an. Wir haben 2017, die Emmy wird es bezeugen können, sie war live mit dabei, den Digitalpakt, der beschlossen wurde, der aber viel zu bürokratisch ist. Also die Gelder, die Milliardengelder, die auf Bundesebene zur Verfügung stehen, die kommen nicht in den Schulen vor Ort an. Das heißt, brauchen wir ganz dringend einen Digitalpakt 2.0, der neben der technischen Ausstattung auch Softwarelösungen mit einschließt, auch die Weiterbildung der Lehrkräfte mit einschließt, dass das erstens auch mit dabei ist, auf der anderen Seite aber auch bürokratiearm beantragt werden kann, weil das ist nämlich aktuell leider nicht der Fall. Das heißt, sehr viele Gelder, die eigentlich zur Verfügung stehen, die kommen nicht an und deswegen wird auch die digitale Bildung so nicht umgesetzt. Was die digitale Infrastruktur angeht, müssen wir, denke ich, einfach auch hin zu mehr Breitbandausbau. Und zwar sprechen wir da nicht von der weiterhin Vectoring und Super-Vectoring von Kupferkabeln, sondern dass wir wirklich auch in den Glasfaserausbau reingehen, bis vor Ort, bis in die Häuser, dass wir da auch schnelles Internet bekommen.
oder aber auch die Mobilfunkabdeckung. Wir haben vor allem in Bayern 15,5% der Fläche graue Zonen. Das heißt, da gibt es nur einen Mobilfunkanbieter von den dreien, die 4G anbieten. Und ich finde, das ist für so ein großes Land wie Bayern ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Das heißt, da muss man auch die Mobilfunkanbieter in die Pflicht nehmen, die eben nicht nur 98% der Haushalte mit entsprechenden Mobilfunk ausstatten sollen, sondern 98% der Fläche. Das kann Anspruch auch eines Industriestaates sein. Und die digitale Verwaltung, ja, wie setzt man das um, indem man es macht tatsächlich? Ne? Also wir haben das OZG. Ja, aber das Online- machen hapert es ja oft. Ja, ich meine, es fehlt, wie ich finde, auch so ein bisschen der Wunsch auch und auch die Mentalität, da wirklich auch mal in die Tiefen reinzugehen in der Bürokratie in Deutschland, in der Verwaltung. Jetzt haben wir das OZG, das Online-Zugangsgesetz, das beschlossen wurde, was auch immer wieder schön, ich möchte jetzt nicht sagen, geredet wird, aber wo wir, denke ich, auch noch einiges zu tun haben. Wenn man jetzt nur Prozesse digitalisiert, ohne die Prozesse mal in Frage zu stellen, dann ist das im Grunde eigentlich reine Symptombekämpfung. Na, deswegen sollte man schon auch, wenn man Digitalisierung und E-Government fordert, im gleichen Zuge natürlich auch versuchen, das gesamte diesen gesamten Bürokratismus, den wir in Deutschland haben, einfach zu entschlacken. Beispielsweise ein Vorschlag, wenn ein neues Gesetz eingeführt wird, dass man zwei wieder auslaufen lässt. Na, dass man da einfach nicht weiter so einen Berg an Gesetzen bekommt. Also da gibt es einiges zu tun. Das jetzt mal ganz kurz auf die drei Punkte, die Sie angesprochen haben, was Sie da konkret fordern. Frau Zollner, Sie haben kräftig genickt. Sie, weil dass er das Mandat bekommt, dass er alles das, was er jetzt vorschlägt, dann auch umsetzen muss. Und wir werden ihn dran messen, weil das sind natürlich ganz spannende Punkte, weil das ja unser Grundproblem auch in der Pandemie gewesen war, die Zuständigkeiten. Ja? Also Föderalismus in allen Ehren und ich bin überzeugte Föderalistin. Aber natürlich sind wir da auch oft an die Grenzen gekommen, beispielsweise nationales Impfportal. Eine super sinnvolle Sache, dass man sagt, wir können das national eben einsehen, wer wurde wie geimpft. Und das wurde auch in Berlin beschlossen in den Ministerpräsidentenkonferenzen. Und dann ist jeder in die Bundesländer gegangen und dann hat wieder doch jeder selber was gemacht in Bayern bei Imco, in den anderen Bundesländern eben andere Dinge. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und immer die Herausforderung. Es ist eine Kräftemessen eben zwischen Kommunen teilweise, Land und vor allem zwischen Land und Bund. Weil gerade jetzt, was zum Beispiel die Filteranlagen, die Luftreinigungsgeräte angeht, das ist für mich eigentlich überhaupt gar kein Thema. Sachaufwandsträger sind beispielsweise die Kommunen oder die Landkreise und dann haben sie die zu beschaffen. Und es ist auch keine Maßnahme, die sehr teuer ist, sondern das sind zwischen 3.000, 6.000 Euro manchmal, je nachdem. Aber das ist was, da kann man natürlich nach einem Förderprogramm rufen und sagen, Mensch, ihr müsst uns als Freistaat helfen. Aber man kann schon ein Fragezeichen dahinter stecken, ob das jetzt wirklich noch eine Förderung bedarf oder ob man nicht einfach als Bürgermeister entscheidet und sagt, so, diese Geräte kommen, wir brauchen sie, dass eben unsere Kinder im Winter nicht frieren und es gilt natürlich auch für die Universitäten. Nichtsdestotrotz stimmt es, dass die Förderprogramme, die es gab, zu langsam waren, teilweise zu spät ausgezahlt wurden, dass es dort Schwierigkeiten gab und da gibt es auch nichts schön zu reden, sondern da sind wir einfach in die Bedrohung gekommen. Jetzt kann man uns zugutehalten als Land, dass es in keinem anderen Land vergleichbare Unterstützung gab, beispielsweise für Studenten eben einen zinsfreien Kredit, der aufgenommen werden konnte. Man kann kritisieren, dass eben diese 500 der Schwelle, ja, das kann man kritisch sehen, dass man eben nur dann entsprechend Unterstützung bekommen hat, wenn man weniger als 500 Euro auf dem Konto hatte. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, da müssen wir noch mal hingucken und müssen gegebenenfalls andere Lösungen finden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man sich im Gesamten anguckt, sind wir gut durch die Pandemie gekommen. Und ich hätte mir beispielsweise eben auch gewünscht, dass wir es ermöglicht hätten, gleichzeitig, weil die Jungen eben sich so gut gehalten haben für die ältere Generation, dass wir beispielsweise mit Testzusammenkünfte eher ermöglicht hätten. Dafür gab es keine Mehrheiten in Berlin. Wir haben das auch als Junge Union angesprochen. Und jetzt ist es eben der Fall, dass beispielsweise in Lichtenfels bei uns, aber auch in anderen Impfzentren jetzt eben der Zugang der Impfung frei ist, dass da auch jeder hingehen kann. Und ich hoffe, es machen dann auch viele. Und ich fände es eigentlich eine Geste der Solidarität, wo die Jungen sich jetzt und gerade eben die Kinder
die ja von der STIKO die Empfehlung ist, eben die Kleinen nicht zu impfen, dass jetzt eben die Älteren sagen, ich lasse mich impfen, auch um eben eine Perspektive für die Jüngeren zu geben und eben auch um Leben möglich zu machen, relativ normales Leben natürlich, denn das ist, finde ich, immer das Entscheidende, gerade in der Corona-Pandemie. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium, und beim Bakterium habe ich Antibiotika, ich habe Medikamente, und beim Virus habe ich das eben nicht, und deswegen ist da die Impfung die Mittel der Wahl. Und ich hoffe, dass diese Solidarität, die die Jungen jetzt wirklich gezeigt haben, auch für die ältere Generation, jetzt auch von den Älteren ernst genommen wird und dass sich mehr Leute tatsächlich impfen lassen. Ich bin gegen eine Impfpflicht, das muss jeder abwägen, aber es ist so, dass ich hoffe, dass diese Verantwortung einfach in der Gesellschaft auch ankommt, denn wir sind eine Gemeinschaft, alles gehört mit allen zusammen, und das hat man eben gerade in der Pandemie gemerkt. Eine Sache an der Stelle kurz anmerken oder noch hinzufügen. Wir haben jetzt bei uns in den Schulen alle, also zweimal die Woche, dass die Kinder getestet werden, dass sie auch sich testen lassen müssen. Aber damit auch sowas über den Sommer weitergeht, dass wir auch den Kindern im Sommer die Möglichkeit geben, sich zu treffen, fände ich es total sinnvoll, wenn wir auch allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu Hause selbst zu testen in den Ferien regelmäßig, damit sie mit einer Sicherheit ihre Freundinnen und Freunde treffen können und vielleicht auch nicht immer extra ins Testzentrum, klar, da hat man dann irgendwie auch den Nachweis, aber so für private Treffen, dass man da einfach weiterhin auch ohne Sorge hingehen kann, weil das ist ja auch eine Sorge, die jeden irgendwie begleitet, was, wenn ich es habe und es nicht merke und dann jemanden anstecke, der ernsthaft krank wird. Also das wäre was man, finde ich, noch gut umsetzen könnte, dass wir die Tests eben nicht nur in der Schule haben, sondern Kindern und Jugendlichen auch in den Ferien die Möglichkeit geben, sich regelmäßig selbst zu testen. Gut, dann für den ersten Themenblock vielen Dank. Jetzt gehen wir zu Marius und hören mal nach, was aus dem Publikum für Fragen kommen. So, jetzt. Gut, vielen Dank. Wo man auch gut einhaken kann, finde ich, ist beim Thema Impfen. Eine Person aus dem Publikum erzählt nämlich von ihren Erfahrungen in der Corona-Pandemie. Sie schreibt, in der Corona-Pandemie habe ich miterlebt, in Debatten daheim und auf der Straße, wie sehr unsere Gesellschaft polarisiert ist und wie tief Politikverdrossenheit bis hin zu Verschwörungsreden verankert sind. Was würdet ihr dagegen tun, wenn ihr im Bundestag seid? Wie kann gegen eine solche Spaltung agiert werden, auch insbesondere was antisemitische Tendenzen angeht? Also geht an alle, fangen wir mal bei Ihnen an. Ich glaube, das Wichtigste ist in dem Fall wirklich das Fördern von Initiativen, es ist die Aufklärung, und das ist eigentlich das, wo ich schon drauf setzen würde. Frau Schönberger? Ja, tatsächlich arbeite ich ja als Politikwissenschaftlerin in einem Forschungsprojekt, das sich genau mit der Frage beschäftigt. Das ist zur Zukunft der Demokratie, und mein persönlicher Forschungsschwerpunkt ist Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien. Also ich beobachte genau das, was die Fragestellerin auch beobachtet hat. Wir haben eine krasse Polarisierung, rechtsextreme Tendenzen nehmen zu, Antisemitismus nimmt zu, Verschwörungstheorien sind oft der Stoff, an dem diese Ideologien kleben, und Verschwörungstheorien haben sich einfach massiv verbreitet, gerade in der Corona-Pandemie. Es gibt erste Studien dazu, die das zeigen. Verschwörungstheorien waren immer relativ populär, aber sie haben einen richtigen Boom hingelegt jetzt in der Corona-Pandemie, und da muss man meines Erachtens intervenieren, weil die Pandemie wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Diese Ideologien bleiben aber hängen in den Köpfen der Menschen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir unsere Demokratie stärken. Das, glaube ich, ist der wichtigste Ansatzpunkt dafür, dass man unsere Demokratie einfach so wehrhaft macht, so stabil macht, dass man die Menschen so stabil macht gegen diese Ideologien, dass es nicht weitergeht mit der Verbreitung dieser menschenfeindlichen Ideen. Wir schlagen ein Demokratiefördergesetz vor. Dazu gehört, dass man wahrnimmt, dass es ganz viele Initiativen, NGOs und Organisationen gibt, die ganz tolle demokratische Bildungsarbeit machen. Ich darf mit einigen von diesen auch zusammenarbeiten. Die haben tolle Konzepte, wie man Menschen zu stabilen DemokratInnen macht, wie man gegen rechtspopulistische Ideen, gegen Verschwörungstheorien vorgeht. Aber diese Vereine und Initiativen sind ganz häufig abhängig von Fördergeldern. Und da muss man sagen, Fördergeldern
immer ganz, also vor allem abhängig von Spendengeldern, und wenn es Fördergelder gibt, dann sind die immer nur sehr beschränkt. Dann wissen die, für ein Jahr bekommen sie eine Förderung und dann müssen sie sich wieder bewerben. Und das ist sehr schade, weil da ganz viel Wissen ist, ganz viel Kompetenz, und das müssen wir nutzen. Diese Initiativen müssen ausfinanziert werden. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wenn wir unsere Demokratie schützen wollen. Und gerade Antisemitismus ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen. Ich glaube, da müssen wir erstens dafür sensibilisieren, dass man jüdische Menschen, jüdische Einrichtungen noch mehr schützt. Wir wissen in Halle, dass es da beinahe zur Katastrophe gekommen wäre, zu einer noch größeren Katastrophe gekommen wäre, weil die Polizei nicht wusste, dass ein jüdischer Feiertag ist, weil nicht genügend Polizeipräsenz vorhanden war. Da muss sensibilisiert werden bei den Sicherheitsbehörden, Schutz muss verstärkt werden, wir müssen dokumentieren, wo passieren antisemitische Vorfälle, wer ist es eigentlich, und wir müssen ganz viel über Antisemitismus sprechen, nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern in allen Fächern, um Menschen da zu wappnen gegen diese ja doch sehr attraktiven Ideologien. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, sehr viel. Also bis jetzt sind 7 Fragen eingegangen. Also das Publikum ist sehr aktiv. Eine Frage, die vielleicht eine Möglichkeit bespricht, wie man Verschwörungstheorien entgegenwirken könnte, ist die folgende: Müsste man in Zeiten wie diesen jenseits der etablierten Formen von repräsentativer Demokratie nicht auch über neue direkte Partizipationsmöglichkeiten für die BürgerInnen nachdenken? Als Beispiel nennt die Person Liquid Democracy oder mehr Volksbefragung und Volksentscheide. Herr Funke Kaiser als Liberaler, das ist doch was für Sie. Ja, klar. Also wir müssen, und das ist ja auch Teil dieser Frage, müssen wir neben der repräsentativen Demokratie Formen schaffen, wie die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger Gehör finden in der Demokratie, im Bundestag, in den Landtagen, aber auch in der Kommunalpolitik, weil Rassismus, Antisemitismus, der findet vor Ort statt. Ich schüttel immer wieder mit dem Kopf, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie weit verbreitet noch Antisemitismus und vor allem auch Alltagsantisemitismus in Deutschland ist. Das ist eine Situation, die ist beschämend für dieses Land. Deswegen muss da jeder, der Demokrat ist, der eben kein Antisemit ist, wenn er solche Äußerungen hört, auch ganz entschieden sagen, nein, Leute, das geht so nicht. Vor allem auch der Alltagsantisemitismus. Wir haben wir bekommen, ich glaube, jedes Jahr vom Jüdischen Volkskongress immer wieder die Zahlen vorgelegt, dass Antisemitismus noch sehr, sehr weit verbreitet ist. Wenn wir uns aber auch allgemein über Rechtsextremismus Gedanken machen und uns den anschauen, dann müssen wir zunehmen, und das wurde ja auch gerade eben schon angesprochen, feststellen, dass wir zunehmende rechtsextreme Tendenzen haben, rechtsextrem denkende Menschen. Und da müssen wir auf der einen Seite auf mehr Präventionsarbeit setzen. Ich denke, da muss man auch in den Schulen anfangen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass jemand so auch abbiegt. Auf der anderen Seite aber auch Aussteigerprogramme mehr unterstützt. Wir müssen rechtsextreme Vereine konsequent verbieten. Wir müssen rechtsextreme Gefährder besser überwachen, damit eben solche Vorfälle nicht mehr stattfinden wie in Halle. Also wir haben da auch in der Sicherheitsarchitektur, Infrastruktur einiges zu tun in Deutschland. Da könnte man dann wahrscheinlich, also finde ich auch gut, dass Vertreter der FDP das so anspricht, weil natürlich die Stärkung des Verfassungsschutzes, das ist ein Thema, die Frage, welche Zugriffsrechte soll der Verfassungsschutz beispielsweise haben, und dann wird es natürlich sehr kitzelig, denn dann geht es wirklich ins Detail, was soll er auswerten können und was nicht, und da sind dann die Parteien natürlich schon sehr unterschiedlich von ihren Vorstellungen. Und ich finde halt eben, dass ganz grundsätzlich kann es halt nicht sein, dass eben Straftäter beispielsweise mehr Möglichkeiten haben als tatsächlich eben die Behörden, die Polizei, der Verfassungsschutz. Und ich finde, in die zumindest darüber muss einfach miteinander diskutiert werden, ohne dass ich jetzt das heute abschließend diskutieren möchte hier. Aber da kommen wir halt dann einfach auch an unsere Grenzen. Und ich bin sehr dafür, das geht ja dann um das Thema Vorratsdatenspeicherung, und da das ist sehr ideologisch leider behaftet und belastet, und ich kann, gibt es für und wider, aber natürlich behelfen wir uns jetzt zum Beispiel im Bereich, also ein Beispiel, Kinderpornografie aufdecken und verhindern auch, ist es so, dass wir da uns sehr, sehr hart in der Koalition getan haben, eben da einen Schritt weiterzukommen,
weil es beispielsweise zu Beginn an nicht gewollt war, dass künstliche Bilder, das sind keine Kinder gewesen, keine echten Kinder, die es wirklich gibt, sondern die sind halt eben, weil es so vom System her es eben so war, dass man praktisch ein neues Bild, um in diese Kreise zu kommen, mit reinbringen musste. Und, also da sprechen Sie jetzt von der Polizei, die ja mit solchen Lockbildern quasi genau, die Leute aus der Reserve locken will. Genau, die eben, um eben in solche Kreise auch zu kommen, um eben Aufklärung betreiben zu können, brauchen sie Lockbilder. Und das war eine schwierige Debatte und wir haben uns eben sehr dafür stark gemacht und es gilt natürlich aber in allen Bereichen. Und das ist eine einfach dann in der Debatte in Berlin. Deswegen ist es schön, wenn einfach junge Leute auch mit nach Berlin kommen, wenn es dann eben in die Koalitionsverhandlungen geht, dann gibt es da einfach die Unterschiede in den Parteien. Und ich finde, entscheidend ist wirklich, was eben Beteiligung angeht, finde ich zum Beispiel, mehr ist immer gut, ja. Aber wir haben zum Beispiel einen Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag und dort finden Eingaben statt, regelmäßig von Bürgern auch. Und dort wird natürlich auch, werden die Dinge, die dort vorgebracht werden, zum Beispiel Entschädigungsfonds für eine spezielle Krankheit, die eben vorher keine Entschädigung erfahren hat, die werden dort sehr ernst genommen und werden dann auch eben zur Debatte gemacht und dann eben auch im Deutschen Bundestag entsprechend der Petition, wie die Eingabe war, dann entschieden. Also solche Instrumente gibt es in jedem Fall. Mir ist es einfach ein großes Anliegen, dass wir auch was die Verschwörungstheorien angeht, es rührt ja auch daher, dass Menschen in unserem Land das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen, was sie denken. Und deswegen habe ich immer den Eindruck, wenn der Gegenüber, mit dem man spricht, wenn er nicht ernst genommen wird, dann erlebe ich das immer im Gespräch, dass man dann sozusagen, dann wird dicht gemacht und dann ist man empfänglich eben und sucht sich die Kreise, die die Meinung haben, die man selbst hat und die natürlich da auch noch bestärkt werden. Und deswegen werbe ich einfach sehr dafür, dass wir gut aufpassen, dass, und das ernst nehmen, wenn Menschen sagen, in unserem Land darf man nicht mehr alles sagen. Und natürlich gibt es Grenzen, die muss man auch klar ansprechen, aber dass dieser Eindruck entsteht, ist, finde ich, eine große Gefahr für die Demokratie und da müssen wir immer wieder gut aufpassen, dass wir Raum geben, miteinander in die Diskussion zu kommen. Und das gilt auch für die AfD, denn ich bin auch sehr klar, es ist nicht jeder in der Partei, in der AfD, nicht jedes Mitglied und auch nicht jeder Wähler ist rechts. Der Vorwurf, den man den Menschen machen muss, die eben die AfD wählen, ist, dass sie eben rechte Kräfte decken. Und da, finde ich, kann man sie packen. Und das ist natürlich auch Aufgabe, gerade der Unionsparteien entsprechend zu schauen, kann ich da immer wieder Menschen stellen und sagen, warum wählst du die AfD? Sagst mir, ist es, du deckst Menschen, die ganz klar, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und die rechtsextrem in Teilen unterwegs sind. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder immer wieder klar sozusagen Kante zeigen und gut die Linie, die Abgrenzung hinbekommen, aber eben auch trotzdem noch offen sein. Und dafür werbe ich sehr. Okay. Dürfte ich auch noch einen Satz zu der Frage sagen, tatsächlich zu den direktdemokratischen Elementen, weil es mir ein großes Anliegen ist. Ich glaube, direktdemokratische Elemente können auf kommunaler Ebene sehr sinnvoll sein, aber wenn das auf Landes- oder Bundesebene passiert, dann weiß man, dass das sehr häufig zur Einschränkung von Minderheitenrechten kommen kann. Wenn man in die Schweiz schaut, eine direkte Demokratie, wo es ein Minarettverbot gibt, weil wir gerade auch schon viel über Diskriminierung hier jetzt schon angesprochen war und ich glaube, dass direktdemokratische Elemente da auch eine Gefahr bergen. Was viel wichtiger wäre, wenn wir sagen, was kann die Politik eigentlich tun, ist mehr Transparenz. Also sowas, was in den letzten Monaten passiert ist, die Maskendeals in der Union sind natürlich nicht gerade förderlich, wenn Menschen schon der Demokratie misstrauen. Und da müssen Politikerinnen und Politiker einfach sagen, ja, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da, dafür sind wir gewählt und Entscheidungen müssen transparent gefällt werden, was in der Corona-Pandemie auch nicht immer der Fall war, dass Menschen nicht unbedingt verstanden haben, wie kommen wir zu dieser und jenen Regelung. Und häufig wurde auch viel zu spät im Parlament darüber abgestimmt. Und das sind Dinge, die das Vertrauen in die Demokratie schwächen. Und deswegen, also ich muss da, wenn ich nur einen Satz oder zwei Sätze sagen soll, deswegen finde ich dann auch so spannend, dass ich sage, es gibt ja die Debatte um die Bundeswahlkreise. Also wir haben ja direkt gewählte Abgeordnete.
Und die Debatte um die Bundestagswahlkreise, da sind eben verschiedene Parteien tatsächlich der Meinung, man müsste weniger haben von den Wahlkreisen. Und ich plädiere zum Beispiel dafür, dass wir eigentlich kleiner strukturiert mehr haben müssten, dass man eben beispielsweise bei mir Kulmbach-Lichtenfels-Bamberg-Land, ein Riesengebiet, ich würde sogar dafür werben, dass er sagt, ich kenne die Person, die eben da für mich im Bundestag steht und ich kann mit ihr sprechen und ich kann mich mit ihr austauschen. Und deswegen wundert es mich dann eben, dass gerade auch FDP, auch SPD in Teilen, aber nicht so sehr, und die Grünen eben dann sagen, nee, wir wollen eigentlich eben Bundeswahlkreise reduzieren, weil wir eben glauben, dass das nicht entscheidend ist, um eben eine Demokratie gut abzubilden. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Geht natürlich in dem Punkt auch um einen aufgeblähten Bundestag und um noch mehr Steuergelder, die da dann reinfließen, Frau Zollner. Nee, man kann ja auch die Direktwahlkreise sind fest, 250 ist der Vorschlag der FDP. Genau, 250 ist der Vorschlag der FDP und 299 sind wir insgesamt. Genau. Und da geht es auf jeden Fall nicht nach oben, sondern da ist es schon so, dass eben über die Liste dann natürlich weiter, muss ja auch anteilig passieren, weil nicht jedes Direktmandat entsprechend, da nicht jede Partei vertreten ist. Aber ich will nur, also mir geht es nicht um einen aufgeblähten Bundestag. Ich bin für eine Deckelung im Bundestag, dass wir da wirklich runtergehen. Es sind einfach zu viele Leute auch drin, darum geht es nicht. Aber die Regionen müssen vertreten sein, weil eben nicht nur Berlin ganz massiv vertreten sein kann oder die Großstädte, sondern auch die ländlichen Räume. Und deswegen werbe ich sehr darum, dass man da nochmal in den Parteien eine neue Denke anfängt und sagt eben, eigentlich ist doch das Direktmandat genau das, was wir wollen, nämlich zu wissen, wer ist denn da eigentlich bei uns als Vertreter im Deutschen Bundestag. Okay, jetzt aber nur ein Satz, dann wollen wir noch eine Frage aus dem Publikum und dann kommen wir in den nächsten Themenblock. Ich finde es, ich finde es schon interessant, dass jetzt die Union sagt, dass sie sich eine neue Denke bei der FDP und bei den Grünen wünscht oder bei den Parteien, die für eine Wahlrechtsreform sind, weil die neue Denke, die müsste man eigentlich bei der Union fordern. Wir sind auch für eine Wahlrechtsreform. Ja, ich meine, die Konsequenz, wenn wir es so belassen, wie es aktuell ist, ist ein Bundestag mit 1000 Abgeordneten. Genau, deswegen können wir es nicht so belassen. Ich sehe schon wieder Leute, die Stühle in dem Bundestag bauen müssen. Genau, größer als der chinesische Volkskongress. Genau, deswegen also, können wir es nicht so lassen. D'accord. Das ist nicht erstrebenswert. Nö. Und dass sich die Union so dagegen sperrt mit der Argumentation, sie sind die Einzigen doch wirklich, weil sie ein Direktmandat haben. Ich meine, das ist ja wichtig. Das ist ein das stimmt ganz, aber ganz so zentraler einfach Bestandteil unserer Demokratie, unserer repräsentativen Demokratie, dass wir auf der einen Seite die direkt gewählten Abgeordneten haben, auf der anderen Seite aber eben auch noch die Parteien, die einen sehr, sehr wichtigen Teil auch in der Demokratie abbilden, den Sozialismus, den Liberalismus, dass die auch im Bundestag vertreten könnt sind. Könnte man ja auch ein Grabenwahlrecht machen. Wir haben die Wahlrechtsreform, die ja jetzt auch Wahlrechtsreformchen, eine tendenziell eher auch Benachteiligung der kleineren Parteien zum Vorteil der Union. Das ist jetzt schon der Fall, das kann man nachrechnen. Also ich finde, es ist sehr, sehr erstrebenswert, dass wir eine Wahlrechtsreform in die Wege leiten, und dafür wird sich die FDP auch im nächsten Deutschen Bundestag einsetzen. So, also wenn ich nur ganz kurz noch mal einhaken kann, die Frage bezieht sich ja ganz klar auf Formen jenseits, also auf Formen der repräsentativen Demokratie, die jenseits der bisher etablierten sich befinden. Beispiel wurde genannt Liquid Democracy, wenn vielleicht auch BürgerInnenräte, eine Möglichkeit vielleicht an Herrn Schröder und Frau Wagner, die noch nicht so sehr bei der Diskussion dabei waren. Konkret jetzt auf diese Frage. Ja, also ich persönlich halte direkte Demokratie sehr, sehr wichtig. Was vielleicht auch wirklich eine Hürde ist, ist, dass das Ganze war ja recht großflächig fällt. Aber prinzipiell doch sollte der mündige Bürger eigentlich schon ein gewisses Mitspracherecht haben. Ja, also jetzt wir hatten ja vorher auch Volksentscheide, direkte Demokratie auf Bundesebene, das lehne ich auch aus den Gründen, die Marlene vorher schon gesagt hat, ab. Es ist auch das Problem, in der Politik ringen wir immer um den Kompromiss, und wenn wir einen Entscheid machen, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Also deswegen finde ich das einfach sehr, sehr schwierig. Bei jetzt zum Beispiel Räten oder ja, einfach Dingen, die über verschiedene Ebenen sich hocharbeiten, da gibt es viele Vorteile, und ich glaube, wir müssen auch Sachen rausziehen. Wir müssen auch irgendwie schauen, wie wir zum Beispiel auch ja, so Dinge wie Petitionen auf allen Ebenen möglich machen und nutzen. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass wir ganz oft das Engagement in größeren Organisationen oder so ist ja
oft auch Menschen vorbehalten, die privilegiert sind, die eben nicht zum Überleben neben ihrem Job noch einen Zweitjob oder so machen müssen. Und die Menschen schließen wir aus, wenn wir Dinge machen, die auch sehr zeitintensiv sind. Da müssen wir andere Räume schaffen, wo wir die auch beteiligen können. Okay, also wir sind ja im Grunde schon im nächsten Themenblock. Es geht um die Zukunftspolitik, das ist ja ein weites Feld. Unter anderem natürlich gingen auch die Sozialausgaben in Deutschland ordentlich in der Corona-Krise in die Höhe. Im vergangenen Jahr wurden erstmals seit Gründung der Bundesrepublik mehr als ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung für Soziales aufgewendet. Das Problem des hiesigen Wohlfahrtssystems ist, dass die Politiker in guten wie in schlechten Zeiten immer neue Leistungen beschließen. Das war jetzt in der Corona-Zeit sicher angebracht, aber man hat natürlich die heutigen Wähler im Blick, nicht aber die langfristige Stabilität der Staatsfinanzen. Jetzt sitzen hier sehr viele junge Studierende, also die Erwachsenen von morgen. Welches blaue Wunder erwartet die denn? Die SPD möchte ja zum Beispiel, ähnlich wie die Grünen, auch erstmal die Steuern erhöhen, wenn sie dann nach der Bundestagswahl am Ruder sind. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verkürzt formuliert, weil wir wollen dann nicht... Dann führen Sie es mal ein bisschen länger aus. Aber wenn wir sagen, wir wollen nicht zum Beispiel die Einkommenssteuer grundsätzlich erhöhen, sondern wir reduzieren die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen, wir erhöhen die Einkommenssteuer für Menschen, die, also wenn man sich das dann ausrechnet, ne, wenn wir die niedrigeren Einkommen entlasten, dann entlasten wir ja quasi alle, weil jeder auf die ersten x Euro keine Steuern zahlt. Aber im Endeffekt heißt es, Menschen, die mehr als 90.000 Euro im Jahr verdienen, Singles, die mehr als 90.000 Euro im Jahr verdienen, die müssen mehr Steuern zahlen. Und da bin ich überzeugt, dass die auch das verkraften, wenn sie ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen, weil ich glaube, dass in diesen Gehaltsbereichen der Mensch das im Monat nicht mehr ganz so doll merkt. Und genauso bin ich auch für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer mit hohen Freibeträgen, aber und auch so, dass es ja keine Substanzbesteuerung ist, sondern dass die Menschen eben, also wer sehr viel Geld hat, der macht auch viel aus seinem Geld. Wer jetzt über 1 Million oder über 2 Millionen besitzt, der besitzt die nicht, keine Ahnung, ne, die hat der nicht auf seinem Fensterbrett liegen und schaut die nicht an, sondern da wird investiert, da macht das Geld, arbeitet für sich und dann kann man auch auf sein Vermögen etwas mehr. Ich hätte mal eine Nachfrage wegen der Vermögenssteuer. Ich habe mir fast gedacht, dass die FDP Die SPD, den SPD dann nämlich immer, was macht ihr denn mit Betriebsvermögen? Was macht ihr denn mit den Personen, die keine Kapitalgesellschaft, sondern eine Personengesellschaft haben, wo das, was da an Vermögen drin ist, Betriebsvermögen ist? Wollt ihr die auch besteuern? Weil das habe ich noch keine wirkliche, vernünftige Antwort von euch gehört, wie das eben nicht passieren soll. Wir sollten im anderen Sinne eher mehr entlasten, vor allem auch in den Bereichen, wie du auch gesagt hast, in den kleinen und mittleren Einkommen. Aber da haben wir ja auch, auch schon Berechnungen der Wahlprogramme gehabt, die festgelegt haben oder die festgestellt haben, dass wahre Entlastung, die meiste Entlastung auch tatsächlich mit dem Steuerkonzept der FDP dann kommt. Aber mich würde es wirklich mal auch Na klar, und da Sie allein regieren, werden Sie das auch eins zu eins durchsetzen. Ja, mit der Union wird es nicht so viel Entlastung geben, das stimmt. Aber mich würde es jetzt wirklich mal interessieren, was macht ihr mit den Betrieben? Wollt ihr denen dann das Betriebsvermögen versteuern? Ich glaube, man trennt da natürlich auch zwischen Privat- und Betriebsvermögen. Und ja, eben nicht, das ist ja das Problem bei dem Konzept von euch. Also klar, ich glaube, wir sind uns zumindest dahingehend einig, jetzt mal als FDP und Union, dass wir, und deswegen, wir werden ja wahrscheinlich, wenn wir denn regieren dürfen, das ist ja die Frage, welche Konstellation, vielleicht ist auch die Union außen vor, ja, also wir kämpfen sehr dafür, mit dabei zu sein, weil wir, glaube ich, auf der einen Seite die Unternehmen, aber auch das Thema Soziales im Blick haben, deswegen, glaube ich, sind wir da die goldene Mitte, aber wir sind zumindest dahingehend einig, dass wir nach der Pandemie auf keinen Fall höhere Steuerbelastungen für die
Unternehmen irgendwie und für die Personen verargumentieren können, sondern das Gegenteil ist der Fall, die kleinen Einkommen müssen von den Steuern her runter und wir können jetzt nach der Pandemie mit einer Gastronomie beispielsweise wieder sagen, okay, beim Essen, das ihr im Lokal serviert, da gehen wir jetzt wieder von der Mehrwertsteuer entsprechend, wie es vorher war und gehen jetzt da wieder mit Prozentpunkten nach oben und ihr müsst mehr Abgaben machen. Also das kann ich mir persönlich nicht vorstellen und würde es auch nicht unterstützen, weil das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen nach der Pandemie jetzt gucken, dass die Arbeitsplätze hier in der Region bleiben. Es ist schwer genug mit dem ganzen ambitionierten, wo wir auch noch zu kommen, Klimathema, da wirklich die Unternehmen auch hier in der Region zu halten, vor allem die, die international tätig sind. Und deswegen glaube ich, dass wir nach der Pandemie jetzt von Steuererhöhungen zu sprechen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen und verstehe es tatsächlich auch nicht, warum man das so prominent immer wieder vorantreibt, weil es einfach Gift ist für die Arbeitsplätze. Und da geht es im Kern darum, dass wir den Familien da auch Verlässlichkeit bieten können, dass ihr Arbeitsplatz auch morgen noch erhalten ist. Frau Schönberger, Sie wollen ja auch das Gift verbreiten. Ja, tatsächlich würde ich noch mal, einen Schritt zurückgehen und tatsächlich einen Blick auf die Situation werfen, in der wir uns gerade befinden. Weil wir haben ja vorher schon davon gesprochen, Deutschland ist ein reiches Land. Und es stimmt, wenn man von oben drauf guckt, wenn man aber genauer schaut, dann ist die soziale Ungleichheit in Deutschland massiv. Wir haben einen europäischen Spitzenwert. Nur in Lettland und Irland ist es, glaube ich, schlimmer, was soziale Ungleichheit angeht. Zahlen vor der Corona-Krise zeigen, dass die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung nur 1% des Gesamtvermögens besitzt. Ein Drittel aller deutschen Haushalte besitzen gar nichts. Die haben keinerlei Vermögen. Und die Corona-Krise hat das Ganze noch verschärft, weil wer viel am Konto hatte, ist in der Corona-Pandemie vielleicht sogar noch reicher geworden, während andere ihre Jobs verloren haben oder in Kurzarbeit waren. Das heißt, erstmal muss man wirklich feststellen, krasse Ungleichheit. Dann stehen wir vor riesigen Problemen. Klimakrise gilt es zu bewältigen. Die soziale Ungleichheit muss bewältigt werden. Das wird nicht funktionieren, ohne dass wir Geld ausgeben. Und deswegen müssen Steuern erhöht werden. Deswegen sagen wir übrigens auch, wir wollen nicht an der schwarzen Null festhalten. Und ich finde es auch irgendwie unseriös von der Union, dass sie sagt, wir wollen auch die Klimakrise bekämpfen, wir wollen auch was tun gegen soziale Ungleichheit, aber ohne Steuererhöhung und ohne Schulden zu machen. Da frage ich mich, wo soll das Geld herkommen? Und da finde ich es tatsächlich einfach nur ehrlich und durchgerechnet, so wie wir das in unserem Parteiprogramm machen möchten. Und die sozial-ökologische Transformation, die wir jetzt durchmachen müssen, sonst gehen Arbeitsplätze verloren, sonst wird es mit der Wirtschaft bergab gehen. Wenn die Klimakrise zur Klimakatastrophe wird, wird erheblich Geld kosten. Und das ist einfach unehrlich, wenn man das verschweigt, meines Erachtens. Aber Herr Schröder, wie haben die Linken gerechnet? Ja, also ich bin wirklich der Ansicht, das braucht regressive Steuerumschichtung, dass kleine und mittelständische Einkommen wirklich weniger besteuert werden dafür, aber dann die größeren tatsächlich den Überstandsbauch, den es momentan gibt, dass der abgebaut wird. Was wiederum auch der Kaufkraft zugutekommt und dann auch wiederum der Handel und der Industrie. Und ein Aspekt, den wir noch nicht hatten, ist ja, dass wir auch gerade die Situation haben, dass Milliarden an Steuergeldern am Fiskus vorbeigeführt werden durch Steuerhinterziehung, durch Steuerschlupflöcher. Und das ist auch was, was man bekämpfen muss und wo man dann auch ohne Steuererhöhungen Milliarden mehr hat, die man verwenden kann als Staat. Das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Und man muss Weihnachtsgelder rechtzeitig nachmelden, ne? Ja, das ist eine grüninterne Regelung, die nur bei den Grünen gilt. Okay. Genau, also mir ist es einfach auch ein Anliegen, wirklich, dass wir, weil wir eben als Generation, und das gilt ja für alle, die hier sitzen und die hier unterwegs sind, wir wissen, dass wir aufgrund des demografischen Wandels wirklich eine Bugwelle vor uns herschieben. Und deshalb ist die Aufgabe so groß und deshalb kann die Antwort nicht nur sein, schauen wir mal, ob vielleicht die Arbeitsplätze noch in der Region bleiben. Das ist für mich zu wenig. Wir haben beispielsweise in Kronach ein US-amerikanisches Unternehmen, die machen 10% Gewinn. Also die sind ein Unternehmen, das ist eigentlich solide aufgestellt. Und die werden jetzt trotzdem aus Kronach weggehen. Die werden verlagern, weil die Gewinnmarge zu klein ist. Und das gilt eben in vielen Bereichen. Da spielt natürlich auch Klimapolitik mit rein. Deswegen müssen wir da wirklich gut aufpassen, dass klassisches Beispiel Porzellanindustrie bei uns in der Region, aber auch Glasindustrie,
Heinz Glas, Wiegand Glas, Gerolzheimer, die sind massiv mit den höchsten Stromsteuern belastet. Das sind auch Familienunternehmen, das sind nicht nur irgendwelche fremden Großkonzerne, die anonym sind, sondern es sind in Teilen auch Familienunternehmen. Die Porzellanindustrie, die müssen einfach, wenn man sich die Muffen anschaut, die entsprechend bei den Stromtrassen mit dabei sind aus Keramik. Das wird bei uns gefertigt und es muss so heiß werden, dass sie entsprechend fossilen Brennstoff brauchen. Also ich werbe einfach nur noch mal darum, und das ist ja eben Politik, muss sich da auch an der Realität messen lassen, dass mir es als Sozialpolitikerin wirklich ein großes Anliegen ist, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen Klimaschutz und ich glaube, wir haben auch gut vorgelegt. Nach oben könnte man immer noch gehen, das ist klar, aber wir sind jetzt eben bei einem CO2 oder Einsparung eben von 1990 angerechnet bei einem Ziel von 65%. Jetzt gehen die Grünen noch mal weiter nach oben, aber für mich geht es einfach wirklich darum, um auch Regionen einfach lebendig halten zu können, um nicht den Drang in die Städte weiter zu forcieren, dass wir da wirklich gut auf unsere Industrie, unser produzierendes Gewerbe aufpassen, und das gilt fürs Kleine wie fürs Große. Deswegen bleibe ich dabei, dass da Steuererhöhungen wirklich schwierig sind, und das dürfen wir meiner Meinung nach nicht aus den Augen verlieren, weil sonst haben wir wirklich am Ende des Tages nichts gekonnt. Und das sage ich mit ganz viel Respekt vor den Positionen der anderen Parteien, aber wenn wir da in Berlin weiter an diesem Thema dranbleiben, weil auch die Sozialabgaben, Sie haben es angesprochen, wir brauchen beispielsweise in der Pflege eine Revolution. Das sage ich, in der CSU spricht man nicht so gern von Revolution. Ich sage das hier ganz bewusst, weil nämlich in der ganzen Debatte immer über Schulden, über Steuern gesprochen wird. Aber was muss ein Unternehmen konsolidieren und natürlich auch Wachstum? Und wenn wir die zwei Aspekte einfach völlig weglassen, dann haben wir am Ende zwar wahrscheinlich viel Geld aufgenommen, aber es gilt wie für die Digitalisierung, ob dann unten was Gutes rauskommt, da stelle ich ein Fragezeichen dahinter. Und deswegen müssen wir über das Thema Konsolidierung, und das versuche ich im gesundheitspolitischen Bereich massiv voranzubringen, aber eben natürlich auch, dass wir Wachstum und dass wir weiterhin die Arbeitsplätze halten können, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Sie haben die Porzellanindustrie angesprochen, da ist ja in der Region gar nicht mehr viel übrig. Also Bayreuth kann ein Lied davon singen, das Fichtelgebirge kann ein Lied davon singen. Also von dieser wunderschönen Porzellanindustrie ist ja gar nicht mehr viel da. Ne? Na, im Vergleich zu vorher natürlich, aber natürlich haben wir hunderte von Arbeitsplätzen, Hidden Champions im Landkreis Wunsiedel beispielsweise, die genau das machen, die dort federführend sind. Wir haben zum Beispiel bei uns im Landkreis Lichtenfels ein Unternehmen, die auch mit Keramik arbeiten, um die erste recycelbare Standbatterie herzustellen, die weggehen von den mobilen Batterien, die eben entsprechend die Rohstoffe aus fernen Ländern inkludiert haben. Mir ist jetzt Kobold die ganze Zeit im Kopf, deswegen Kobalt. Ja, das ist bei uns, das findet bei uns alles in der Region statt und eben auch in der Glasindustrie oben im Frankenwald. Das sind Tausende von Arbeitsplätzen. Wenn die wegfallen, ist dort oben Schicht in Schacht und da ist alles dicht. Und deswegen ist die Herausforderung so groß und der Spagat so groß, als Gesellschaft zusammenzubleiben und auf der einen Seite natürlich Anreize zu setzen durch einen Emissionshandel, eben umzusteuern und CO2 beispielsweise einzusparen, aber gleichzeitig eben diese Verlagerungstendenzen, und wir sind von den Lohnkosten, was Personal angeht, mit am höchsten, aber eben dann bei anderen Kosten, zusätzlichen Kosten, einfach nicht zu überziehen. Und das ist der Spagat, der zu machen ist, weil klar ist auch, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, wir machen uns jetzt als Deutschland, auch als Europa, aber wir machen uns da auch wirklich auf einen Weg, der einzigartig ist und der sehr ambitioniert ist. Und wir schaffen es nur, tatsächlich eben eine Antwort auf den Klimawandel zu geben und auch die Erderwärmung, 1,5-Grad-Ziel, alles das zu erreichen, wenn wir es hinbekommen, dass eben andere Länder mitmachen. Und das schaffen wir nur, wenn wir weiterhin wirtschaftlich stark bleiben, weil sonst werden andere Länder sagen, ja, schön, dann in eurem Land macht ihr euch da auf den Weg, aber wirtschaftlich seid ihr in die Grätsche gegangen und dann haben wir gar nichts gekonnt. Und das Thema Wohlstand für alle zwischen Arm und Reich ist wirklich, ich bin sehr dafür, und das ist auch zum Beispiel die FDP. Deswegen würde ich mir das sehr wünschen in Berlin, dass wir mit der FDP wieder zusammenkommen, mit einem weiteren Partner,
explizit mit einem weiteren Partner, sage ich ganz klar, weil ich glaube, es ist eine Riesenchance für unser Land. Und das ist das Thema Mietwohnkauf und Wohneigentum, weil wenn wir es hinbekommen würden, dass wir eine Perspektive ermöglichen, dass auch eine Krankenschwester sich Wohneigentum schaffen kann, und ich glaube, es ist machbar. Da sind der Daniel Fürst und ich, der Chef der FDP in Bayern, ich sind uns da einig, dass wir da Programme auf den Weg bringen können, dass auch wirklich Wohneigentum für sehr, sehr viele Menschen machbar ist, und da müssen wir auf jeden Fall nach oben gehen. Dann haben wir, glaube ich, gerade was eben die Schere zwischen Arm und Reich angeht, wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne bekommen. Und deswegen Grunderwerbsteuer beim ersten Kauf, warum haben wir die immer noch? In Bayern haben wir die niedrigste, aber in Berlin beispielsweise über 6%. Das sind einfach Sachen, die sind Gift. Und Wohneigentum ist einer der entscheidenden Faktoren, um eben auch die Schere zwischen Arm und Reich wieder zuzumachen. Darf ich einmal noch einhaken beim Stichwort Porzellanindustrie? Weil ich war tatsächlich in einer sehr großen Ziegelfabrik. Die haben sogar gesagt, sie sind die größte Ziegelfabrik Deutschlands. Da war ich letzte Woche, und die haben ganz anders gesprochen. Die sagen, sie bemühen sich jetzt schon um CO2-Neutralität. Die haben alles getan, was momentan in ihrer Macht steht, um CO2-Ausstoß zu minimieren, sind damit auch sehr erfolgreich. Und sie sagen, jetzt brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen, dass sich das für uns auch lohnt. Weil gerade kriegen wir da nicht mehr für unseren Ziegel, weil wir uns um CO2-Einsparungen bemühen. Und die sagen, wir brauchen jetzt, um wirtschaftlich zu sein, um Arbeitsplätze zu erhalten, brauchen wir den CO2-Preis beispielsweise, dass unsere Ziegel konkurrieren können mit anderen Ziegeln. Und tatsächlich war eine grüne Delegation sogar in der Stahlindustrie, wo man denken würde, oh Gott, Stahlindustrie, was halten die wohl von unseren Klimazielen? Die haben das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, sie können CO2-neutral produzieren, aber es lohnt sich momentan nicht. Sie brauchen jetzt die Rahmenbedingungen, dass sie tatsächlich da umstellen, dass das dann wirtschaftlich ist. Weil momentan ist ja sehr häufig ein Verhalten, dass CO2, das klimaschädlich ist, sehr viel lukrativer als klimafreundliches Verhalten. Und da muss auf jeden Fall der Regler anders gedreht werden. Und ich glaube, dass man auf diese Art und Weise Arbeitsplätze erhalten wird und nicht dadurch, dass man da sagt, man möchte möglichst weniger eingreifen. Ich bin auch aus einer absoluten Autoregion, und tatsächlich war die Angst bei Menschen, die in der Autoindustrie waren, lange Zeit groß. Was passiert jetzt bei Mobilitätswende, Antriebswende mit unseren Arbeitsplätzen? Und wenn ich jetzt ins Gespräch gehe, auch mit Kolleginnen und Kollegen bei den Gewerkschaften, sind die genau andersrum und sagen, wir brauchen jetzt endlich den Boost, dass wir unsere Industrie umstellen auf klimafreundlichere Technologien. Es gibt 1 Million Beschäftigte in der Autoindustrie, und Tesla flutet gerade den Automarkt. Und ich kann auch verstehen, dass BMW beispielsweise zögert, tatsächlich auf Elektro umzustellen. Wenn man aber, wie wir das wollen, sagen würde, ab 2030 werden wir keine weiteren Verbrennungsmotoren zulassen, dann wüsste BMW, es lohnt sich, in diese Technologien zu investieren, und das würde Arbeitsplätze sichern. Und tatsächlich, die Mehrheit der Beschäftigten bei BMW, die ich in meinem Wahlkreis treffe, sehen das inzwischen auch so. Also ich glaube, es ist nicht so schwarz-weiß. Aber das ist eben der Unterschied, dass eben die Vertreter deiner Partei ja sehr auch in Berlin immer auf, ja, da muss dann Deadline und dann verboten und so weiter. Und ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel ja den Kompromiss in den bereits beschlossenen Klimagesetzen eigentlich mit angelegt, dass man eben sagt, E-Auto, also die Idee ist ja hinter allem, zumindest ist es meine Idee mit und auch die meiner Partei, hoffe ich zumindest in großen Teilen, dass man eben sagt, wir machen alternative Antriebsarten so attraktiv für den Verbraucher, dass er sich eben überlegt und selbst entscheiden kann, so, nehme ich jetzt noch einen Verbrennermotor oder steige ich um auf E und bekomme dann beispielsweise 6.000 Euro vom Staat und 3.000 Euro noch vom Hersteller mit dazu. Oder eben, wenn ich jetzt bei der Heizung umsteige, wenn ich sage, ich schmeiße den alten Öltank raus und nehme eine Wärmepumpe, wie auch immer, dann gibt es jetzt eben 55%, die eben dann der Eigentümer vom Haus oder der da entsprechend investiert, da tatsächlich einen Zuschuss bekommt. Und dann ist es plötzlich attraktiver, weil ich sage, ich habe eigentlich von den Kosten her, macht es für mich als Verbraucher keinen Unterschied, ob ich jetzt eben sage, ich gehe jetzt dann in die teurere, neuere Technologie, weil ich die entsprechend bezuschusst bekomme. Und ich glaube, so müssen wir, oder so würde ich mir das sehr wünschen, dass wir so vorangehen, weil so hat eben auch, haben auch Menschen eine Chance, die halt jetzt nicht die ganze Zeit unter der Sonne stehen, sondern eben für die eine Entscheidung, neue Heizung, ja oder nein, wirklich eine langwierige Entscheidung ist und eben auch abzuschauen.
abzuwägen ist. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir mehr in die Richtung gehen, als zu sagen, so jetzt stopp und ab da verbieten wir und dann ist nichts mehr möglich. Und das ist glaube ich, so der Kernunterschied zwischen unseren beiden Parteien. Und ich glaube aber, vom Ziel her wollen wir natürlich, dass wir mehr erneuerbare Energien, aber auch natürlich gerade was Antriebe angeht, dass man da umsteigt. Und es passiert ja auch, VW beispielsweise wird jetzt 2 große Gigafabriken für Batterie bauen, auch in Deutschland. Also eine. VW hat ja zum Beispiel auch gesagt, es gibt Tag X, an dem wir keine Verbrenner mehr produzieren. Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht diese Töpfe, wo man Förderung bekommt, wenn man sich etwas anschafft, was dem Klima hilft. Und man braucht klare Regelungen. Noch mal ein anderes Beispiel, wo es, finde ich, noch plakativer ist. Ich habe einen konventionellen Schweinezüchter getroffen, der sagt, er kauft seine Ferkel aus der Region. Er kauft Futter bei den Bauern in der Nachbarschaft, die er gut kennt. Aber die Menschen zahlen ihm trotzdem nicht mehr für sein Fleisch, obwohl er sich so bemüht. Und er sagt, nur dadurch, dass die Regelungen seiner Art der Produktion irgendwie bevorzugen würden, kann er wirtschaftlich so weiterarbeiten. Ansonsten wird er wieder genau wie die anderen schauen, dass er alles möglichst billig einkauft. Und ich finde, wenn schon die Menschen, die gewerbetreibend sind, die in der Industrie arbeiten, die Schweinezüchter, wenn die sogar sagen, wir brauchen jetzt mehr Regelungen, weil ich will das Klima schützen, aber gerade gibt mir dafür niemand was, dann glaube ich, sollte man darauf schon auch hören. Ich glaube nicht nur, da bin ich mir sicher, dass alle, die hier anwesend sind, auf diesem Panel sich darüber im Klaren sind, dass wir den Klimawandel stoppen müssen. Das ist absoluter Konsens. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und da ist es sehr, sehr wichtig und hat sich jetzt alles schön angehört, was du erzählt hast von den Grünen, dass wir allerdings technologieoffen bleiben und dass wir die Technologien jetzt nicht einzeln fördern. Nehmen wir jetzt die Elektromobilität. Das ist klar, dass die jetzt auch den Markt überschwemmt, weil die letzten Jahre, Jahrzehnte extrem subventioniert wurde. Die ist auch gut. Es ist auch gut, dass mehr Elektromobilität da ist, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir andere Mobilitätsformen, andere Antriebsstränge nicht verteufeln. Was die Wasserstofftechnologie angeht, was auch Synthetic Fuels angeht, was Flüssigtreibstoffe angeht. Wenn wir die CO2 aus der Luft rausfiltern können und wiederum in Treibstoffe entwickeln oder reinpumpen, dann haben wir einen natürlichen Kreislauf. Und das ist die Technologieoffenheit, die wir uns als Freie Demokraten fordern. Ich hätte mir beispielsweise auch als Antwort, als Vorschlag von euch Grünen gewünscht, was die explizite Nachfrage von der Kohleindustrie war, dass wir beispielsweise beim Zertifikatehandel ja nicht nur die Deckelung haben, sondern auch eine Negativemission entsprechend belohnen können. Das ist unser konkreter Vorschlag von den Freien Demokraten, dass wir Negativemissionen extra noch befördern, dass wenn man tatsächlich auch, und das kann man eben auch in diesen Bereichen, CO2 bündelt, CO2 abbaut, entsprechend belohnt wird. Und das schaffen wir nur mit einem Zertifikatehandel, mit einem CO2-Deckel, den wir jedes Jahr runterschrauben. Und ich denke, das ist die beste Variante, wie wir den Klimawandel stoppen können und den Klimaschutz gesichert bekommen. Frau Zollner hat vorher gesagt, dass die Corona-Krise eher die große Gemeinschaft gestärkt hat. Ich sehe es ein bisschen anders. Es ging eher die Jungen. Nee, ich habe mir sehr gewünscht. Sie haben sich's gewünscht? Nein, ich habe mir natürlich die Corona-Krise hat. Also ich wünsche mir in Bezug aufs Impfen, dass die Gesellschaft, dass das mehr Bewusstsein da ist, einfach, dass eben alles zusammengehört. Und dass ich wünsche es mir sehr, dass die Älteren in unserer Gesellschaft jetzt auch zum Impfen gehen. Okay, dann ist es ein Wunsch, weil ich habe während der Corona-Krise es eher so erlebt, es war die Jungen gegen die Alten, es war die Schüler und die Studierenden gegen die Rentner und die Arbeitnehmer und dann, und so weiter. Nee, so habe ich das nicht empfunden. Okay. Dann ist es doch richtig, weil ich habe das überhaupt nicht empfunden, sondern ich habe gerade die junge Generation sehr, sehr solidarisch mit der älteren Generation erlebt. Und die gerade auch, was das Impfen angeht, dass es da eine breite Akzeptanz gab, dass wir eben natürlich die, wo die Sterberate am höchsten war, auch die in den Altenpflegeheimen, die ja wirklich teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr fast weggesperrt waren, dass das akzeptiert wurde. Also ich habe das sehr erlebt, dass die Jungen sehr, sehr solidarisch waren mit der älteren Generation und dass ich mir jetzt diese gleiche Solidarität der Älteren wünsche für die Jüngeren, indem sie sagen, okay, ich informiere mich absolut übers Impfen und komme dann zu einer informierten Entscheidung und lehne es einfach nicht grundsätzlich ab. Ich finde gut, dass du das so siehst, absolut. Das hätte ich mir aber auch von deinem Parteivorsitzenden im letzten Sommer gewünscht, Markus Söder.
Ich habe mir dem seine Pressekonferenzen angeschaut und ich habe mir echt gedacht, hier, welche Vorwürfe sich die junge Generation teilweise anhören durfte. Nee, welche Vorwürfe waren das? Überhaupt nicht. Dass sie streckenweise unverantwortlich mit der Pandemie umgeht und dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt auch wieder steigende Inzidenzen haben. Corona-Partys. Das fand ich, genau, Corona-Partys. Ich finde das absolut gut, dass du da jetzt auch Stellung bezogen hast. Aber ich hätte mir diesen Satz von deinem Parteivorsitzenden Markus Söder in München gewünscht. Ich wünsche mir auch manches von deinem Parteivorsitzenden Lindner. Der erfüllt mir da auch nicht jeden Wunsch. Aber klar ist, dass ich das... Wir reden gerade über die junge Generation. Ja, ja, also ja, das sind beide gefühlt 25, oder? Also zumindest fühlen sie sich so. Es ist, ich glaube, Christian Lindner ist ein bisschen jünger als Markus Söder. Naja, ich weiß, das macht das Implantat im Haar. Das ist ja seine Entscheidung. Genau. Ich habe ihn nie, also ich habe Markus Söder im Persönlichen nie so erlebt, sondern im Gegenteil sehr, sehr wertschätzend gegenüber der jungen Generation, aber halt natürlich mit dem Wissen, und er hat ja dann auch recht behalten, dass natürlich der Schlüssel bei einem Virus, anders als halt bei anderen Krankheiten, natürlich die Impfung ist. Und deswegen hat er da, er ist da von der Art her natürlich sehr, sehr klar in dem, aber er hat ja am Ende, ist es tatsächlich so. Und das hat er, glaube ich, versucht klarzumachen. Und er hat versucht, den Laden am Laufen zu halten. Okay. Wenn ich da kurz einhaken Fragen könnte. Aus dem Publikum. Also Frau Zollner, scheinbar die Frage, die am meisten hochgewortet wurde, sieht es nicht so. Fragt Sie konkret, wie können Sie mit Studierenden im Saal sagen, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind? Wir werden teilweise jetzt erst geimpft und wurden oft einfach bei den Schulen mitgedacht. Also das, was der Herr Kaiser gesagt hat, ist durchaus auch die Stimmung im Publikum. Ja, klar, es sind Herausforderungen und ja, es stimmt, der konkrete Vorwurf, es wurde einfach mit den Schulen mitgedacht, das stimmt. Und da gibt es auch, also es ist tatsächlich so, es wurde Universität mit Schule mitgedacht, so habe ich das auch empfunden. Nichtsdestotrotz finde ich, und es ging ja da um die Solidarität, dass die Jungen sehr solidarisch waren. Und wir sind natürlich von den Zahlen auch im Vergleich, was eben die Sterblichkeit, die Übersterblichkeit angeht, und das habe ich damit gemeint, sind wir gut durch die Pandemie gekommen. Und wir müssen für die Zukunft selbstverständlich andere Konzepte finden. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass beispielsweise nochmal die Bundesnotbremse abgeändert wurde, dass eben auch Präsenzunterricht für Kunst, für Sport und so weiter, dass das stattfinden konnte. Da war ich auch eben, das ist ja aus der Uni Bayreuth entstanden, mit eurem Professor Leible, auch mit der neuen Kanzlerin Kaiser, im engen Austausch. Und das nehme ich auch mit. Ich habe vom Wahlkreis her, jetzt bin ich sozusagen Wahlkreis Neu-Universitäts-Beinhalter, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, auf jeden Fall in Kulmbach, entsteht jetzt... Herrlich schönes bürokratisches Wort. Genau, nee, aber in Kulmbach entsteht ja ein neuer Campus, eine neue Fakultät, und deswegen sind die Themen auch zukünftig wichtig. Aber was eben zum Beispiel die Digitalisierung angeht, kann ich auch nur ganz klar sagen, das ist die... So, es ist einfach, wir haben da Defizite, und es kommt da entscheidend mit auf die Kommunen an, dass eben Kommunen tatsächlich auch Breitband, Glasfaser überall hinlegen und entsprechend umsetzen, und um da eben einen Schritt weiterzukommen. Da gibt es Programme, die mit hohen Fördersätzen gefördert werden, und da geht es einfach ums, wie setze ich das Ganze um, und auch was die Studierenden eben angeht, also als Perspektive. Ich setze mich sehr dafür ein, und in Bayern wird es auch kommen, dass wir beispielsweise bei den Studentenwohnungen dann einen höheren Zuschuss bekommen für die Studentenwerke, dass das leichter möglich ist, da Wohnraum entsprechend zu schaffen. Und natürlich bleibt aber für die Zukunft, auch für das neue Semester mitentscheidend, dass wir bei den Impfungen vorankommen, um dann wieder auch im Leben in den Universitäten möglich zu machen. Ich würde da jetzt kurz einen Erfahrungsbericht kurz einschalten. Ganz kurz, der geht nämlich auch auf die Frage ein. Und zwar geht es ja auch um die Impfung der Studierenden. Wir haben bei der LAG Augsburg, ich bin jetzt selber nicht mehr Studierende, aber ich bin im engen Austausch mit den dortigen Vertretern, die über das Studierendenparlament auch explizit gefordert haben beim Herrn Siebler und beim Herrn Holitschek, dass die Studierenden geimpft werden. Ja. Und die erste Reaktion war, ja, nee, ist nicht notwendig, weil jetzt kommt ja dann so oder so bald wegen der nicht mehr vorhandenen Impfpriorisierung die Impfung für alle. So ist es. Wir sind da aber weiter, oder nicht wir,
als Liberale sind da weiterhin standhaft geblieben, haben da weiter gepusht. Und was ist jetzt passiert? Gestern ist die E-Mail rausgegangen an alle Studierende, dass sie sich jetzt im Impfzentrum impfen aber können. Jetzt das ist ganz konkret vor Ort umgesetzt worden und das sorgt eben auch dafür, dass man jetzt im Semester, Anfang im Herbst, wieder zu normalem Unterricht, zu normalen Vorlesungen, zu normalen Übungen kommen kann. Aber weil die letzten Monate waren ja so ein... Meine Schwester ist das beste Beispiel, die war auch Ersti, die hat ihr komplettes erstes und zweites Semester vor der Klotze verbracht. Und das ist absolut eine blöde Situation für junge also Leute, die gerade anfangen aber zu studieren. Deswegen müssen wir jetzt impfen. Und wenn man da konkret mal fordert, auch gegenüber den CSU-Ministern, dann funktioniert das dann irgendwann funktioniert, auch. Aber da muss man dranbleiben. Es funktioniert deshalb, weil jetzt halt einfach auch genügend Impfstoff da ist. Wir haben jetzt nicht nur in einem Impfzentrum entsprechend... Also es gibt noch weitere Fragen zum Thema Zukunftspolitik. Ganz kurz, Frau Wagner, ganz kurz, dann ich würde dann gerne Ich fasse mich auch kurz, weil ich schon auch gerne heute noch über Feminismus und Antirassismus sprechen würde. Aber wir müssen auch viel mehr Geld in den Unis, für die Unis, auch für die Lehre zur Verfügung stellen, damit wir auch genug Dozierende haben und die Lerngruppen kleiner machen können, weil auch das kann dazu beitragen, dass Lehre eher wieder möglich ist, wenn sich nur 15, 20 Leute treffen und es nicht darauf hinausläuft, dass sich halt 90 Leute treffen müssen. Genau, also ich habe mal versucht, ein bisschen die Stimmung einzufassen, was das Thema Zukunftspolitik angeht. Viele fragen sich, warum, wenn es ums Thema Zukunft geht, nur Steuern genannt werden. Andere sagen wiederum, Menschen mit 90.000 Euro machen schon mehr und wieso wird das einfach so angenommen, dass sie dann mehr Steuern zahlen sollen. Andere Leute sagen, Deutschland hat jetzt schon eine der höchsten Steuerlasten der Welt und fragt sich, ob es keine Alternativen gibt. Ich möchte aber jetzt zur Frage kommen, die am meisten hochgebaut ist, die auch dazu passt, eben das zum Thema Zukunftspolitik. Fernab der Steuerpolitik geht es um Generationengerechtigkeit, also gerade auch was uns junge Leute angeht. Uns wird gefragt, das Aussetzen des Nachholfaktors in der Rentenformel durch die GroKo macht Rentner und Rentnerinnen zu finanziellen Gewinnern der Corona-Krise. Nach dem Ökonom Börs Pan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, für die zu erwartende wirtschaftliche Erholung 2022 zu einer permanenten Rentenerhöhung von 5%. Bis 2050 würde das die Rentenkasse um zusätzliche 100 Milliarden belasten. Muss die Politik hier zugunsten der jüngeren Generation intervenieren, ist die Frage. Vielleicht auch eher so in die Richtung. Ich habe ehrlich gesagt den Anfang der Frage nicht ganz von der Deutlichkeit. Es geht eigentlich um die Rentenfinanzierung, wenn man es mal ganz kurz fasst. Genau. Ne? Wie soll die Rentenfinanzierung für die zukünftigen Generationen aussehen? Ja, also wir haben natürlich, was die Renten angeht, das Problem des demografischen Wandels, den wir nicht kleinreden können und den wir nicht wegreden können. Aber wir als SPD sind überzeugt, dass wir als ersten Punkt, um die Renten sicherzustellen, stabile Löhne brauchen. Denn nur wenn wir stabile Löhne haben, also wir erhöhen zum Beispiel den Mindestlohn auf mindestens 12 Euro, wir sorgen durch flächendeckende Tarifverträge dafür, dass die Leute insgesamt mehr verdienen, mehr in die Rentenkassen einzahlen können und dann langfristig auch die Renten sichergestellt sind. Und wir sprechen uns ganz klar gegen eine Erhöhung des Rentenalters aus, weil eine Erhöhung des Rentenalters vor allem eine Rentenkürzung für diejenigen ist, die nicht so lange arbeiten können, weil sie zum Beispiel einen Beruf ausüben, der körperlich sehr belastend ist. Und deswegen ist ganz klar, das Rentenalter darf nicht weiter erhöht werden. Herr Schröder? Im Prinzip kann ich mich dem bloß anschließen. Bloß ist es halt so, dass wirklich der Mindestlohn in dem Fall auch ausschlagen käme, das von dem, was du zu erwarten hast im Alter dann. Und ich glaube, das ist hier das wichtigste Thema, das zu nennen ist. Frau Schönberger? Also es wurden schon viele richtige Sachen gesagt. Gute Arbeit ist wichtig. Mindestlohn sollte ja nur im Notfall greifen. Wir brauchen gute Tarife, gute Tarifverträge, starke Gewerkschaften, damit das auch gelingt. Und unser Rentenkonzept ist ziemlich klar. Wir sagen, wir wollen das Rentenniveau bei 48% halten. Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung umbauen in eine solidarische Rentenversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, alle sollen den gleichen Rententopf einzahlen. Also auch die Beamten dann? Auch die Beamten, auch die Abgeordneten, auch die Selbstständigen, alle zahlen den gleichen Topf ein. So kann die Rente finanziert werden. Natürlich, wir haben den demografischen Wandel, absolut. Das heißt, man muss schauen, dass man zum Beispiel Frauenerwerbstätigkeit erhöht, damit noch mehr Menschen einzahlen in den Topf, dass alte Menschen gute Arbeit haben, was ja häufig auch so ist, dass alte Menschen in Deutschland prekär beschäftigt sind. Wir haben überhaupt einen riesigen Niedriglohnsektor, der muss einfach, darf so nicht weiter existieren. Und wir sagen, wenn jemand
immer rentenversichert war, dann kriegt die Person auch eine Garantierente. Jeder Mensch, der 30 Jahre rentenversichert war, auch wenn man mal arbeitslos war, wenn man Kinder erzogen hat, kriegt man die Garantierente, weil niemand soll im Alter in Armut leben. Das ist aber gerade die Situation, in der wir uns hier befinden. Besonders viele Frauen, das ist mir immer wichtig zu betonen, sind von Altersarmut betroffen, was zum Beispiel darin liegt, dass wir ein Gender Pay Gap von 21% haben. Frau Zollner, Sie haben vorher gesagt, Revolution nimmt Ihre Partei ungerne in den Mund, dieses Wort. Der Kanzlerkandidat Laschet nennt es gerne Modernisierungsjahrzehnt. Das ist ja auch ein wuchtiges Wort, geht fast in Richtung Revolution. Wenn ich jetzt Ihr Wahlprogramm der Union anschaue, das ja erst vor wenigen Tagen sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist, da lese ich recht wenig über die Finanzierung des Rentensystems in Zukunft. Wie sieht es da bei der Union aus? Also natürlich, und da sind wir nah an der FDP tatsächlich dran, einer der Schlüssel ist... ich merke schon, gut, dass Sie heute Abend hier zusammensitzen. Also da flirrt ja die Luft bei den Parteien. Naja, es ist zumindest in manchen... Genau. Kapitalgedeckte Altersvorsorge und wir müssen natürlich, wir haben schon einen entscheidenden Unterschied. Beispielsweise sagen wir halt ein festes Renteneintrittsalter. Weder in die eine noch in die andere Richtung lehne ich persönlich und auch meine Partei ab, sondern wir sagen, wir müssen gerade beim Renteneintrittsalter flexibel sein. Weil ich kann einem, das wurde ja auch vom Kollegen von den Linken angesprochen, glaube ich, zumindest am Rand, ich kann natürlich einer Krankenschwester nach 45 Jahren Arbeitszeit nicht sagen, so und das feste Renteneintrittsalter ist aber vielleicht 67, 68, 69, das ist nicht zu gerechtfertigen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass jemand, der eben beispielsweise 5, 6, 7 Jahre studiert hat, vielleicht jetzt keinen körperlich schweren Beruf hat, der vielleicht auch Freude dran hat. Ich denke da immer natürlich an Wolfgang Schäuble als Ausnahme. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann eben sagen, nö, für mich kommt es schon im Alter auch in Frage, nochmal länger was zu arbeiten, nicht mehr im vollen Umfang, aber eben reduzierter. Und deswegen müssen wir da gerade in dem Bereich und auch wenn wir den demografischen Wandel eben nochmal bemühen, wir werden auch darauf angewiesen sein. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, wie wir auch da steuerliche Erleichterungen schaffen können, wenn eben Menschen über ihr Renteneintrittsalter hinaus noch entsprechend arbeiten wollen und auch können. Und ohne wird es nicht gehen. Und es gab ja den Wirtschaftsbeirat am Wirtschaftsministerium, das ja auch groß durch die Presse ging, wo dann eben gesagt wurde, nee, also es soll ein festes Renteneintrittsalter geben. Und das ist für mich so diese Grundutopie oder Überlegung, von der wir uns lösen müssen, dass das zukünftig gar nicht sein kann, sondern dass ich die Erwerbsbiografien anschauen muss, dass ich da die verschiedenen Berufe anschauen muss und dass ich dann eher Flexibilisierung möglich machen muss. Anders werden wir auch den Fachkräftemangel gar nicht irgendwie bewältigen können. Aber ist es dann nicht ganz wichtig, auch in die andere Richtung zu denken? Also dass man sagt, wer eher gehen möchte, zum Beispiel sagen wir, wer ab 60 Jahren gehen möchte, der kann eine echte Altersteilzeit bekommen, keine massiven Abschläge, weil es einfach Menschen gibt, die können nicht bis 67. Nee, und dann müssen wir aber bei der Erwerbsminderungsrente ran. Auch da bin ich voll d'accord, dass man eben sagt, Menschen, die einfach aufgrund von Krankheit nicht mehr arbeiten können, da müssen wir auch noch verstärkter rangehen, weil die können nichts dafür. Genau. Aber jetzt so eine Pauschale zu sagen, das ist ja, geht ja dann auch bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, alles, was man sich in dem Bereich eben vorstellen könnte, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil ich eben sage, wir brauchen natürlich einen Anreiz, eben weiter im Rahmen der Möglichkeiten auch Arbeit zu tun, denn wir haben einfach auch den Bedarf da, weil ich, also deswegen werbe ich so sehr für eine Revolution in der Pflege, weil ich glaube ja, dass die Zukunftsfrage gar nicht zwingend die Rente ist, weil wenn ich nämlich 50 Euro mehr oder 100 Euro mehr Rente habe oder weniger habe und wir kriegen die Eigentumsquote nicht weiter erhöht, dann komme ich auch in Schwierigkeiten, sondern die Frage wird in der Pflege sein. Wenn ich Pflegefall bin und dann plötzlich irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat bezahlen muss, um noch eine Pflege zu organisieren, deshalb habe ich ganz klar den Fokus auf das Thema Pflege, weil wir können das Thema Rente nicht ohne das Thema Pflege lösen. Und da sind einfach die
größten Ressourcen meiner Meinung nach, wo wir noch Potenzial rausholen können. Und eben der Fachkräftemangel wird da am extremsten sein, weil wir natürlich nicht nur einen allgemeinen Fachkräftemangel haben, sondern eben aufgrund, dass immer mehr Menschen dann auch pflegebedürftig werden, weil sie älter werden, wird sich das nochmal eben steigern, was wir da am Bedarf haben. Und da werbe ich einfach auch für Strukturreformen in dem Bereich, weil wir uns da, aber das ist eine andere abendfüllende Veranstaltung, ja, aber da müssen wir da reingehen. Apropos abendfüllen, wir sind ja eigentlich jetzt schon am Ende. Ich würde aber trotzdem gerne noch von der FDP auf die Rente eingehen. Ja, bitte, ganz schnell und dann noch Marius. Ihr seid auch für Kapitaldeckung. Die Marlene macht das immer klug, weil sie immer auf die CSU antwortet. Also da, auch da kommen jetzt hier schon Koalitionsverhandlungen in die Wege. Aber lasst uns um die Sache reden, weil die ist sehr, sehr wichtig. Generationengerechtigkeit darf kein Lippenbekenntnis mehr sein. Und das war es jetzt nämlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir müssen darüber einfach uns im Klaren sein, dass die jetzige Generation, die junge Generation, wenn es so weitergeht, nicht mal ansatzweise den Anspruch haben wird, den die aktuelle Rentnergeneration hat. Und deswegen müssen wir auf der einen Seite, und darüber haben wir heute leider viel zu wenig gesprochen, das ist absolut richtig gewesen, was das Plenum gesagt hat, über Aufstieg. Wie kriegen wir junge Menschen dazu befähigt, dass sie ihr eigener Glück geschmied werden können, dass sie auch aus prekären Haushalten rauskommen können und ihr eigenes, erfülltes Leben schaffen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass wenn man aus einem Niedriglohnhaushalt rauskommt, dass man 6 Generationen braucht, um Durchschnittseinkommen zu verdienen. Und ich finde das unfair. Ich finde das unfair, dass man so eine Ungerechtigkeit auch hat. Und deswegen müssen wir da ganz, ganz explizit in der Bildung ansetzen, in der Sozialpolitik mit dem liberalen Bürgergeld, das wir ja fordern. Wir müssen auch elternunabhängiges BAföG fordern. Und wenn wir so, bei dem ich auch die Löhne angesprochen worden sind, wir die Personen dazu befähigen, auch ein entsprechendes Einkommen zu bekommen, dann schaffen wir es auf der anderen Seite, dass sie auch fürs Alter vorsorgen können. Und da müssen wir, und da schließe ich jetzt das ein, was du gesagt hast, mehr und mehr weg von der umlagenfinanzierten Rente hin zu der Kapitaldeckung. Das ist unser Vorschlag der Aktienrente, dass wir 16% der aktuellen Rentenversicherungsbeiträge eben 1% hernehmen und nicht in die Umlagefinanzierung reinstecken, sondern in einen staatlichen Fonds, der angelegt wird. Das ist nicht irgendwie Spekulation, wie es immer wieder von den linken Parteien abgetan wird, sondern das ist vernünftige, nachhaltige Entwicklung und Anlage. Andere Länder lachen uns aus. Andere Länder lachen uns aus, dass unser Finanzminister sein Geld auf dem Sparbuch anlegt. Und wir müssen davon weg. Wir müssen hin, dass die Gelder, dass die Rente nicht mehr im bürokratischen Dschungel versandet und noch steuerlich querfinanziert wird, sondern dass wir das Ganze nachhaltig gestalten. Und wenn wir da hinkommen, dann wird auch die junge Generation Generationengerechtigkeit erleben. Okay, wie ist die Stimmung im Publikum? Gibt es noch Fragen? Und mich würde auch interessieren, wie ist die Stimmung, wie lange wir noch machen? Weil es stünde ja jetzt noch der dritte Thema. Block an. Genau, also wir haben noch 29 Fragen, also noch einen Haufen praktisch. Ich glaub, wir machen Interesse die Nacht ist durch, drin. Ist doch klar. Können wir gerne machen. Aber ich habe morgen früh Schule. Ja, ja. 22 Uhr geht noch? Okay, 21:45. Also eine Frage aus dem Publikum, dann dritter Themenblock, zack, zack, zack. Gut, also die eine Frage aus dem Publikum, die ich jetzt noch auf Zukunftspolitik, wenn wir dann später vielleicht noch eine an, wir können die ja direkt an Sie stellen, Frau Zollner, es gibt da noch eine andere Frage, die ist höher geworden, aber wenn es direkt an Sie, wenn Sie es eilig haben, die Frage. Nee, ich habe es nicht eilig, nur ich habe eine Tochter, eine kleine, und die wird gerade fremdbetreut und deswegen, das blüht euch allen noch oder vielleicht habt ihr schon, dann wisst ihr, was ein Babysitter der Böse ist, den will keiner haben. Genau, also kommen wir zur Frage. Die Frage ist, an Universitäten verringert sich die politische Diversität, also geht jetzt um Diversität. 2011 kamen auf einen konservativen Professor 5 Linke. Was kann die CDU-CSU tun, um konservative Stimmen vor allem an den Universitäten zu stärken? Konkret an Sie, vielleicht auch, wenn Sie da nur antworten. Also die Forschung und Lehre ist natürlich frei. Also ich kann nur dafür werben, dass ich entsprechend Leute, die halt eben konservative Einstellungen haben, vielleicht auch bemüßigt fühlen, zu sagen, ich gebe mein Wissen weiter eben in die nächste Generation und halt eben sagen, okay, ich mache eine Professur, forsche auf der einen Seite und nehme dann die Mühen der Lehre auch mit in Kauf. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja immer der Spagat, den Professoren haben, sich dafür zu entscheiden oder nicht.
Und natürlich müssen wir über das Finanzgefüge, über die darüber sprechen, wie viel ein Professor verdient oder wie viel man an der Universität verdient. So, und wenn ich dann halt in die Industrie schaue, dann ist das halt einfach ein eklatanter Unterschied. Und deswegen werbe ich sehr, also meine Briefe an den Kollegen Siebler gehen dann eher in die Richtung, da was zu tun, dass wir da natürlich nochmal einfach miteinander auch sprechen müssen, wie können wir das attraktiver ausgestalten und dass eben auch mehr Möglichkeit natürlich sein muss zwischen freier Wirtschaft und Professur, dass wir da eben nochmal neue Konzepte, die es ja in Teilen schon gibt, andenken, um es einfach attraktiver auch zu machen, eine Professur anzustreben. Und das, glaube ich, ist mit der Schlüssel. Zumindest ist das von vielen Leuten das Argument, dass sie sagen, sie gehen eben doch in die Industrie und nicht an die Universität. Okay, dritter Themenblock, Antirassismus, Antidiskriminierung. Frau Wagner, Sie haben schon gesagt, Sie wollen unbedingt was dazu sagen. In der Tat hat ja auch die SPD, ist ganz forsch vorangegangen beim Thema Gendern. Wenn ich jetzt aber mal wirklich mich so umhöre, ist Gendern, glaube ich, gar nicht so das allerwichtigste Thema bei vielen, sondern die haben eben viel mehr Alltagsprobleme, als ob ich jetzt gendere oder nicht. Ja, und ich glaube auch nicht, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich sehe nicht, dass wir als SPD sagen, so, jetzt gendern wir und dann haben wir alle Probleme gelöst. In keinster Weise. Gleichstellung ist so ein großes, ein komplexes Thema und deswegen ist es auch schade, dass wir jetzt nur noch so wenig Zeit dafür haben. Aber es ist halt immer noch so, dass in unserer Gesellschaft, die Marlene hat den Gender Pay Gap angesprochen, und der resultiert auch daraus, dass Frauen häufig die Berufe haben, die schlechter bezahlt werden, dass Frauen die sind, die in Teilzeit gehen oder ihren Beruf vorübergehend aufhören, wenn Kinder da sind, wenn pflegebedürftige Angehörige da sind. Und das sind alles Punkte, an die wir ran müssen. Mein Ziel ist, dass ein Unternehmen, wenn es eine, sagen wir mal, 27-jährige Frau hat und einen 27-jährigen Mann und die haben die gleichen Qualifikationen, dann entscheiden sich viele Unternehmen bewusst oder unbewusst für den Mann, weil er nicht das Risiko darstellt. Und ich will, dass ein Mann und eine Frau für jedes Unternehmen das gleiche Risiko sind. Das gleiche Risiko, dass sie in Elternzeit gehen, dass sie für eine bestimmte Zeit ausfallen. Und da müssen wir Konzepte fördern, dass eben auch Erziehungsarbeit, Pflegearbeit paritätisch aufgeteilt wird. Wie könnten solche Konzepte genau aussehen? Es fängt zum Beispiel damit an, dass wir als SPD fordern, dass die nach der Geburt eines Kindes auch das andere Elternteil eine Woche oder zwei Wochen Elternschutz hat, damit gleich in der ersten Phase des neuen Lebens des Kindes klar ist, dass beide eine Verantwortung tragen, dass beide diese Erziehungsarbeit gemeinschaftlich leisten. Gleichzeitig trete ich auch ganz stark dafür ein, dass wer sich die Elternzeit paritätisch aufteilt, dann auch da zum Beispiel länger Elterngeld beziehen kann. Und das einfach da noch auszuweiten, dass einfach ja, Männer und Frauen, Eltern die gleichen Zeiten für die Erziehungsarbeit aufteilen. Sehen Sie da nicht schon einen leichten Wandel? Also wenn ich jetzt in meine Redaktion gucke, da gibt es in der Tat etliche Männer, die auch schon die Elternauszeit nehmen. Genau, ich sehe da einen leichten Wandel. Ich glaube auch die sogenannten Vätermonate waren auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Aber ich sehe auch immer noch, wenn im Kollegium ein Vater sagt, er geht in Elternzeit, dass dann die Reaktion von der Schulleitung häufig ist, ja, aber schon nur die 2 Monate. Und diese Frage würde eine Frau nie gestellt bekommen. Also das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass Chefinnen und Chefs die Männer empowern, mehr Elternzeit zu nehmen und nicht von denen erwarten, dass sie eben nur die 2 Monate nehmen. Mhm. Eine Frage an Sie. Die Linke ist ja vor allem auch im Osten sehr stark. Ich habe auch etliche Redaktionen im Osten geleitet. Mein Eindruck war in der Tat, dass im Osten Männer bereitwilliger und öfter zu Hause bleiben, um sich um das Kind zu kümmern. Ist das ein falscher Eindruck oder wie sehen Sie das? Also das würde ich jetzt tatsächlich so nicht einmal sagen können, weil ich habe den Fall tatsächlich immer von meinem Bruder selber in der Familie. Also ich denke, das ist jetzt nicht irgendwie ein Aspekt von Ost-West. Das würde ich jetzt gar nicht so anführen.
Kann ich dazu was sagen? Tatsächlich stimmt das. Das ist ein Erbe aus der DDR-Zeit, wo tatsächlich Kinderbetreuung sehr gut organisiert war und deswegen Frauen immer erwerbstätig waren und das tatsächlich sich durchzieht über die Zeiten. Zu dem, was Sie vorher gesagt haben, gibt es da nicht schon positive Entwicklungen? Ich würde sagen, absolut. Es gibt aber auch Berechnungen, dass, wenn es so weitergeht, wir noch 200 Jahre brauchen, bis die Geschlechter gleichgestellt sind. Und so lange will ich, ehrlich gesagt, nicht warten. Und auch alle großen Errungenschaften, die es gab für Frauenrechte. Wir können uns ja heute schon mal für in 200 Jahre wieder zur nächsten Diskussion verabreden. Ich glaube, da sind wir nicht mehr dabei. Und tatsächlich alle großen Errungenschaften, die es gab bei Frauenrechten, kamen durch gesetzliche Änderungen. Kaum ein Privileg haben Männer freiwillig abgegeben. Das ist leider einfach ein Fakt, wenn man in die Geschichte der Frauenrechte schaut. Und ich glaube deswegen auch nicht dran, dass das jetzt in Zukunft passiert. Und zu der Sache mit Gendern und ist das denn das Wichtigste überhaupt? Ich würde schon eine Lanze fürs Gendern brechen. Es ist wichtig, weil Worte das Denken beeinflussen. Das ist wissenschaftlicher Fakt, absolut. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass jede dritte Frau innerhalb ihres Lebens Gewalt erfährt und dass in der Politik einfach kaum beachtet wird. Jede dritte Frau. Und trotzdem ist das Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen krass unterfinanziert seit Jahren. Jede vierte, nur ein Viertel der ProfessorInnen sind übrigens Frauen, weil wir vorher darüber geredet haben. Das finde ich krass und gravierend, weil es mehr Frauen sind, die Studien abschließen in den meisten Fächern. Prekär Beschäftigung bei Frauen. Diese Sachen dürfen nicht ins Hintertreffen geraten. Und trotzdem ist es wichtig zu gendern, weil es einfach wichtig ist, alle Menschen in unserer Gesellschaft einzubeziehen. Aber sind Sie dann also für eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote auch in Unternehmen? Absolut. Ist interessant, weil die neue Vorstandschefin des Chemie- und Pharmakonzerns Merck, die ist zum Beispiel gegen eine Frauenquote, obwohl sie als Frau eben jetzt in der Vorstandsetage ist. Was ist für Sie der Vorteil einer Frauenquote? Es ist einfach so, dass jede Forschung, die es zum Thema gibt, zeigt, dass Frauen auf ihrer Karriereleiter gläserne Decken haben, die sich einfach schwer durchbrechen lassen. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass Männer, die Bewerbungsgespräche führen, lieber einen Mann einstellen, weil sie den für kompetenter halten, weil sie den für nicht gebärfähig halten. Und diese gläsernen Decken werden Frauen nicht von selbst vollkommen zerbrechen. Natürlich, wir haben viel mehr Frauen jetzt in Führungspositionen, als es vielleicht noch vor 50 Jahren war. Aber wir sind von einer paritätischen Besetzung sehr, sehr weit entfernt. Und bei Parteien ist es übrigens das Gleiche. Der Frauenanteil im Bundestag ist unter 20%. Nur die Parteien, die quotierte Listen aufstellen, schicken gleich viele Frauen und Männer in die Parlamente. Und diese Frauen, die da über diese quotierten Listen kommen, sind sehr wohl ganz genauso kompetent, vielleicht sogar kompetenter als viele Männer, die auf den anderen Listen kandidieren. Das heißt, wir werden an der Quote nicht vorbeikommen, wenn wir ernst machen wollen mit Hälfte der Macht für Frauen. Und das ist ja der Anspruch, den man hat, wenn man von Gleichstellung redet. Und das meint nichts anderes. Frau Zollner, Ihre Meinung zur Frauenquote? Also wir haben ja jetzt auch auf Bundesebene eingeführt, dass eben bei den rund 70 größten DAX-Unternehmen tatsächlich auch von drei Vorständen eine Frau dabei sein muss. Das ist gesetzliche Grundlage, dass zum Beispiel auch die Vorstände eine bessere Berücksichtigung des Mutterschutzes haben tatsächlich und da mehr Möglichkeiten haben. Und ganz grundsätzlich ist es für mich immer sehr schade in dieser Debatte, dass da wirklich so gefühlt um die obersten 10% gesprochen wird und was dann darunter passiert, naja, schauen wir halt mal, wird nicht so ausreichend berücksichtigt. Und für mich ist die Erfahrung, dass einfach Karriere möglich ist bei Frauen eben, bevor sie die Kinder haben und wenn die Kinder dann klein sind, und so erlebe ich das im Deutschen Bundestag auch, dann sozusagen, also entweder ist das Mandat vor dem Kind da oder das Mandat kommt, wenn die Kinder eine entsprechende Größe haben und ein entsprechendes Alter. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir natürlich bei dem Thema Elternzeiten, dass es dort weitere Schritte gibt auch in Richtung Ausgestaltung, dass es eine Gleichheit zwischen Mann und Frau gibt, aber bei den Betreuungen, wir haben jetzt auch das Recht auf Ganztagesbetreuung in den Schulen, weil das ja immer das Problem war, dass nach dem Kindergarten sozusagen dann der Knick kam, dass da einfach auch mehr Betreuung möglich ist. Und das ist natürlich wieder die Aufgabe, jetzt klingelt hoffentlich nicht der Babysitter, nein,
ist es natürlich die Aufgabe, da die Strukturen auch vor allem in den Kommunen zu schaffen. Und wir haben das gute Kita-Gesetz auf den Weg gebracht mit über 5 Milliarden. Das ist eigentlich gar nicht Aufgabe des Bundes. Und trotzdem haben wir es auf den Weg gebracht, um eben da mehr Möglichkeiten zu schaffen, auch in den Kommunen, was Kinderbetreuung und Unterstützung angeht. Und da muss aber natürlich auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Jetzt wird es heute wirklich bestes Beispiel. Jetzt ist es eine Debatte heute am Abend und es wird halt selbstverständlich angenommen, dass ich schon ein bisschen länger kann und an die Zeiten wird sich nicht gehalten. Das erleben wir in den Parlamenten genauso, das erleben wir in den Stadträten. Es wird beispielsweise, wenn eine Stadträtin oder junge Familien, wenn die jetzt kleine Kinder ist, gilt für Männer und Frauen, wird es dann als schräg angesehen, wenn im ersten Jahr nach Geburt des Kindes dann vielleicht die ein oder andere Sitzung man konnte da nicht teilnehmen. Und so gibt es eben viele Beispiele, wo wirklich da auch Gesellschaft zusammenhalten muss und man ganz klar sich dann hinstellen muss und dann halt dem Kollegen sagen müssen, nee, der hat ein kleines Kind daheim, das ist jetzt in Ordnung, dass er die Fraktionssitzung nicht bis abends um 23:30 Uhr mitmacht. Genau, es gibt ja die berühmt-berüchtigten Nachtsitzungen. So ist es auch. Und das ist, finde ich, mit so diese Abmachung der Regelung, ohne dass es gleich sozusagen als, der kann nicht so viel leisten als andere. Das ist für mich mitentscheidend. Und dann braucht es natürlich auch mutige Männer. Zum Beispiel hier an der Uni Bayreuth gibt es eine von zwei Kanzlerinnen in ganz Bayern und dazu auch noch die jüngste Kanzlerin. Und mit Abstand der nächste Jüngere, der ist, glaube ich, 15 Jahre älter. Und das sind halt dann Entscheidungen, die müssen dann auch getroffen werden. Denn es ist auch, wie kommen Frauen in Führungspositionen und in Verantwortung? Es ist leider häufig so, dass es eben so einen Gatekeeper gibt, der eben dann sozusagen das Schloss aufschließen muss. In diesem Fall war es der Professor Leible und der musste jetzt für diese junge Frau das Schloss aufsperren, dass sie da durch kann und sie wird es hervorragend gemacht und hat es in den letzten Monaten hervorragend gemacht. Und diese Gatekeeper, dass man immer wieder darauf hinweist, dass es eben Männer, auch Frauen gibt, die diesen Schloss umdrehen kann, ist entscheidend. Und wir sehen es auch in Bayern, auch da ist es so, paritätisch, also von der CSU her, sind paritätisch beziehungsweise sehr viele Frauen auch als Ministerinnen in Verantwortung. Und auch da ist natürlich der Parteivorsitzende, wie in allen anderen Parteien auch, sind das die Gatekeeper und die müssen das natürlich aufsperren für ihre Frauen, um sie eben in Verantwortung zu bringen. Und der dritte Punkt ist, es ist meistens auch so, so habe ich das erlebt, Frauen bekommen halt immer dann die Chance, wenn gefühlt, Männer nicht bereit sind zu gehen, weil man eben sagt, ob ich jetzt da gut bin oder nicht, man weiß es nicht, man kennt nicht den Ausgang genau, ist es dann erfolgreich, das Projekt oder nicht, ist denn die Kandidatur erfolgreich oder nicht, oder eben die Fußstapfen sind sehr groß, möchte ich da jetzt rein, auch da muss ich dann vielleicht konkurrieren, ich werde verglichen und dann macht und das ist so der weitere Punkt, der mir eben sehr, sehr auffällt, dass eben Frauen vor allem dann in Verantwortung kommen, wenn sozusagen kein Mann es bereit ist zu tun und das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube eben, man hat vorher und es wurde jetzt auch angesprochen. Es sind sehr, sehr viele gute Frauen da und deswegen wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass da Frauen, aber eben wir brauchen die Männer dazu, dass die eben entsprechend da uns an der Seite stellen und sagen, doch, auch wir fördern, wenn wir in Verantwortung sind, Frauen und dann hoffe ich, dass heute hier bei den Männern, wenn die in Zukunft in Verantwortung sind, dass sie da eben gut drauf aufpassen, auch die Gatekeeper das Tor aufzuschließen für ihre Frauen und ihnen die Chance zu geben. Ich will Ihre Zeit nicht über Gebühr strapazieren. Sie dürfen auch gleich gehen und wir kommen auch jetzt zur allerletzten Frage. Und wenn Ihre Babysitterin oder Ihr Babysitter böse ist, dann sagen Sie, ich war's, dann kriegt der Babysitter von mir einen Blumenstrauß, okay? Es ist alles gut, es hat nur gerade so gut gepasst. Es ist meine Schwester und deswegen ist sie das schon ein bisschen gewohnt, aber es hat nur gerade so gut ins Thema gepasst, weil das ist nämlich so eine große Herausforderung, wenn Kinder da sind und Frauen in Verantwortung sind, dann sitzt jetzt mein Partner in München unten im Bayerischen Landtag und trinkt wahrscheinlich einen Wein und ich kümmere mich halt ums Kind. Und ja, das ist halt auch die Realität manchmal immer noch. Okay. Letzte Frage, ist ein bisschen provokant, aber ist auch interessant so im Hinblick auf Koalitionsverhandlungen. In welchem Programm außer dem eigenen sehen Sie sich am meisten wiedergespiegelt? Ich würde mir wünschen, dass wir mit der FDP und mit den Grünen in die Koalition gehen
und werde auch sehr dafür werben auf Berliner Ebene, weil ich glaube, dass eben auf der einen Seite wir im wirtschaftlichen Bereich mit der FDP in vielen Punkten übereinstimmen und da eben auch Unternehmung möglich machen wollen in unserem Land. Und bei den Grünen ist es so, die müssen jetzt mal regieren, weil es ist manchmal unerträglich, wenn ich meinem Kollegen aus Baden-Württemberg, den Chris Kühn beispielsweise, sehe von den Grünen, der braucht jetzt eine Aufgabe, dass er mal das, was er alles sich so vorstellt, tatsächlich auch mal umsetzen kann. Es muss jetzt der Realitätscheck kommen und deswegen werbe ich dafür, weil es wird, ich habe da auch keine Angst davor, sondern es ist wichtig, dass einfach diese Ideen, die da auch in den Parteiprogrammen drinstehen, dass man das wirklich jetzt auch mal in die Verantwortung geht und dann entsprechend auch umsetzen muss. Und dann kommt man eben an Grenzen, weil man dann abwägen muss, wie sieht es aus mit den Arbeitsplätzen und so weiter, alles, was wir heute diskutiert haben. Und deswegen würde ich mich darüber freuen. Und ich glaube, bei der SPD ist es so, entgegen dem, was alle sagen, dass die GroKo, und jetzt haben sich auch natürlich die Spitzen hier miteinander verhakt und klopfen aufeinander rum. Und also wir haben im Gesundheitsbereich gerade als CSU mit der SPD hervorragend zusammengearbeitet. Und deswegen tut es mir da ein bisschen leid, weil da viele Schnittmengen da sind. Aber ich glaube eben, der SPD wird es, eine Erneuerung, glaube ich, ist auch gewollt von der Partei her, dass da sehr, sehr viele Stimmen sagen, die sagen, nee, nicht nochmal Regierung. Aber das obliegt natürlich dem Wähler, weil wenn die FDP am Ende sagt mit Wissing als Generalsekretär, nö, also eigentlich wollen wir gerne mit den Grünen und mit der SPD zusammen sein, dann sind wir natürlich außen vor. Und deshalb, genau, wird es der Wähler dann entscheiden, welche Optionen möglich sind. Aber ich persönlich wäre sehr dafür und hätte es mir schon beim letzten Mal gewünscht, weil ich glaube, dass es auch gut gewesen wäre für unser Land. Jetzt war es auch gut. Das will das jetzt nicht hier die Bilanz irgendwie schlecht reden, überhaupt nicht. Aber mit FDP und Grünen, glaube ich, ist es die Zeit reif. Okay, Herr Funke Kaiser, in welchem Programm sehen Sie sich wieder? Außer dem eigenen. Bei der FDP am besten wäre natürlich eine absolute Mehrheit. Dann könnten wir nämlich tatsächlich all das umsetzen, was wir da fordern. Da muss aber dann noch ein Schlag passieren. Ne? Ja, wir gehen ja steil nach oben. Ne? Man sollte niemals nie sagen. Aber muss er selber lachen. Bleiben wir da. Ja, selbst die Union hat niemals 50% in Deutschland hinbekommen. Ich glaube auch nicht zu Beginn der Bundesrepublik. Wirtschaftspolitisch. Klar, ne, müssen wir auf mehr Freiheit und weniger... Nee, in welchem Programm der anderen Ich führe gerade hin. Ne, sie hat ja auch länger geredet. Nee, wir können ja auch fragen, mit wem würde er gerne koalieren? Dann spricht es ja auch dafür, wo er sich wieder findet oder Möglichkeiten sieht. Okay, ich mache es jetzt einfach konkret. Wirtschaftspolitisch stimme ich dir zu. Da haben wir die meisten Schnittpunkte mit der Union. Allerdings bei der Gesellschaftspolitik, in vielen Bereichen auch nicht. Und da ist auch die Kombi dann, auch mit den Grünen, denke ich, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir werden sehen. Also gesellschaftlich und wirtschaftlicher Liberalismus und Freiheit, das würde ich mir wünschen für die nächste Bundesregierung. Dann Frau Wagner. Ich hatte jetzt ja gedacht, dass Sie vielleicht erst die Marlene fragen, nachdem sie jetzt hier gerade schon zwei Anträge bekommen hat sozusagen. Also ich bin heute ja von den Diskutierenden als Erste da gewesen und dann hieß es, ich habe die freie Platzwahl und dann habe ich gesagt, naja, natürlich setzen wir Rot-Rot-Grün hier auf die eine Seite und das ist auch sind die Programme, in denen ich meine Punkte ganz deutlich am stärksten sehe, ein sozial gerechtes Deutschland, eine Umverteilung auch tatsächlich, ein Ausgleich und ich glaube, da könnten wir progressiv zusammenarbeiten. Herr Schröder. Ja, ich schließe mich da eigentlich an. Das ist gar nicht einmal so einfach. Jetzt, während ich jetzt zum Beispiel mich selbst im sozialen Bereich näher an der SPD sehe, ist das Umweltprogramm der Grünen halt schon tatsächlich mir näher. Also es sitzt da schon ganz gut zusammen. Frau Schönberger. Ich muss den Anträgen der Tribüne leider auch eine Absage erteilen. Ich streite auf jeden Fall für eine linke Bundesregierung und ich hoffe, dass sie grün geführt sein wird. Und ich glaube, wir haben heute auch in der Debatte gemerkt, dass es ganz viele Schnittmengen gibt und dass der Streit für Gerechtigkeit, für Solidarität, die Punkte, für die ich wirklich schon immer brenne, vor allem in dieser Kombi, wie wir hier sitzen, umsetzbar wäre. Okay, dann
Noch eine Frage aus dem Publikum. Nee, vielleicht als kurzes Schlusswort, weil die Zeit wirklich rennt. Das wollte ich nur noch reinsagen. Im Publikum wird der Gedankenanstoß genannt, ob es denn nicht Zeit für den Kommunismus-Sozialismus wird. Es wird auch noch NSU angesprochen, aber dafür haben wir wirklich keine Zeit mehr. Es tut mir leid, die sind alle extrem hochgevotet und anscheinend interessiert es brennt. Aber das vielleicht als Denkanstoß für die Diskussionsteilnehmenden, gerade auch, weil hier links so sehr untereinander sympathisiert wurde, ob es denn nicht echt Zeit wird für sowas. Aber das zu diskutieren, ich glaube, das sprengt den Rahmen. Da machen genau. Wir jetzt aber ich denke, diese, also dass wir 25 Minuten überzogen haben, zeigt, dass wir die Bayreuther Debatten auf jeden Fall wieder regelmäßiger vielleicht führen sollten. Da ist noch jede Menge Stoff drin, jede Menge Themen, die zu diskutieren sind. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und dass Sie so lange durchgehalten haben. Schönen Abend und ja, ja, vielen Dank. Danke.